So, herzlich willkommen zur Online-Veranstaltung Wenn die Drüse etwas im Schilde führt, Erkrankung der Schild- und Nebendrüsen. Das ist eine Patientenveranstaltung der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie des Marienhospital Herne. Mein Name ist Daniela Lubin. Ich verantworte in der St. Elisabeth-Gruppe den Bereich Marketing, Kommunikation und ich begrüße Sie deswegen, weil ich Ihnen ein paar organisatorische Rahmendaten mitgeben möchte, bevor wir mit der thematischen Veranstaltung beginnen. Die Veranstaltung kann man über Zoom, wie das zahlreiche Personen jetzt schon tun, verfolgen, aber auch über Facebook. Und Sie haben im Laufe der Veranstaltung die Möglichkeit, Fragen, die Sie an die Referenten stellen möchten, im Chat hier in der Zoom-Veranstaltung zu stellen oder aber entsprechend, wenn Sie sich über Facebook zugeschaltet haben, über Facebook. Wir beantworten die Fragen dann entsprechend am Ende der Veranstaltung und nehmen uns da auch viel Zeit für Sie dann entsprechend da umfassend zu informieren. Was ganz wichtig ist, es ist eine Veranstaltung, wo es darum geht, Sie zu informieren über diese Erkrankung und die Behandlungsmöglichkeiten. Es ist keine Online-Sprechstunde. Wenn Sie dann nochmal ganz dezidierte Fragen zu Ihren persönlichen Fällen haben, dann haben Sie die Möglichkeit, auch im Nachgang nochmal einen Termin in der Sprechstunde der Klinik dann zu machen. Und wir blenden am Ende der Online-Veranstaltung dann auch nochmal die Kontaktdaten ein, damit Sie dann auch wissen, wo Sie sich dann entsprechend hinwenden können. Ja, und damit würde ich sagen, übergebe ich schon direkt an die Experten, die Sie dann jetzt hier umfassend in den nächsten, ja, ich sag mal, gut anderthalb Stunden informieren und wir sehen uns dann wieder zur Fragenrunde mit den Experten zum Ende der Veranstaltung. Und damit übergebe ich an Professor Dr. Bausch, Direktor der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie im Marienhospital Herne. Ja, vielen Dank für die freundliche Einführung, Frau Lubin. Schilddrüsenerkrankungen sind extrem häufig. Die Schilddrüse selber ist ein lebensnotwendiges Organ. Und aus diesem Grund haben wir uns auch entschlossen, gemeinsam mit unseren Behandlungspartnern aus der Nuklearmedizin diese Fortbildungsveranstaltung zu machen. Und ich möchte auch gar nicht mehr groß weitere Worte machen, sondern das Wort direkt an Frau Dr. Kocianka, Oberärztin in der Klinik für Radiologie und Nuklearmedizin übergeben, die mit ihrem Vortrag zur Frage, wie die Diagnose bei Erkrankungen der Schilddrüse, aber auch der Nebenschilddrüsen gestellt wird, starten möchte. Ja, vielen Dank, Herr Professor Bausch. Herzlich willkommen zu unserer Veranstaltung, wo wir ein bisschen über Schilddrüsen und Nebenschilddrüsen erzählen wollen. Ich werde mich hauptsächlich auf die Schilddrüse stürzen, weil die doch so den Hauptfokus bildet und ein bisschen mehr im Alltag ins Gewicht fällt. Erzähle aber auch noch ein bisschen was zur Nebenschilddrüse. Ich werde hauptsächlich was über gutartige Schilddrüsenerkrankungen erzählen, weil Krebs in Deutschland unwahrscheinlich ist. Das könnte wiederum Inhalt einer weiteren Informationsveranstaltung sein, aber da werde ich mich nicht im Wesentlichen darauf konzentrieren. Legen wir los, die Schilddrüsen und die Nebenschilddrüsen, wo sind die überhaupt? Sie liegen hier im vorderen Halsbereich, wie so ein Schmetterling wird die Schilddrüse ja auch immer gerne dargestellt und sieht auch tatsächlich anatomisch ein bisschen so aus. Die Nebenschilddrüsen sind eigentlich ganz, ganz kleine Organe. Davon hat man ja so klassischerweise 4, aber die Anzahl kann sehr variieren. Die sind aber auch nur so 3 bis 6 Millimeter groß. Bei der Schilddrüse kann man sich so als Faustregel merken, dass die so etwa die Daumenendgliedergröße des jeweiligen Individuums hat und bei der Frau so bis 18 Milliliter misst, beim Mann bis 25. Was macht die Schilddrüse? Sie produziert das lebenswichtige Schilddrüsenhormon. Ohne geht es nicht. Letztendlich sind es genauer gesagt 2 Hormone, nämlich einmal die aktive und einmal die inaktive Form. Die inaktive Form ist das Thyroxin, was vielleicht viele auch als Medikament zumindest schon mal gehört haben. L-Thyroxin ist sowas, was viele Leute einnehmen. Es gibt aber auch noch die aktive Form, nämlich das Triiodthyronin.
Der Grundbaustein des Schilddrüsenhormons ist Jod und die Schilddrüse ist das einzige Organ, das Jod verwenden kann und auch benötigt im Körper. Daher ist Jod eben auch tatsächlich so lebensnotwendig für uns, kommt vor allem in ja, allem, was aus dem Meer kommt, sozusagen vor. Natürlich gibt es auch jodreichere Lebensmittel, ich glaube Eier gelten dazu und bestimmte Früchte und Gemüse, aber es fällt alles nicht so ins Gewicht. Alles aus dem Meer ist sehr stark jodhaltig und wenn man sehr wenig aus dem Meer isst, kann man sein, dass man einen individuellen Jodmangel hat. Jodmangel ist in Deutschland was sehr, sehr ja, gängiges. Wir sind hier generell ein Land, wo Jod nicht viel in der Nahrung vorkommt und wir sind auch erst halbwegs gut jodversorgt als Durchschnittsdeutsche, seitdem die Speisesalzjodierung seit Mitte, Ende der 90er so ungefähr auch wirklich durchgesetzt ist. Das ist eine WHO-Empfehlung von 1990 und seitdem sieht man wirklich deutlich weniger Riesenveränderungen der Schilddrüse, aber was übrig geblieben ist, sind halt sehr viele Veränderungen. Man sagt, dass jeder dritte bis fünfte Deutsche eine Schilddrüsenveränderung hat. Wie ist so der Bedarf? Hier so eine Übersicht. Man kann sich vielleicht merken, dass der Erwachsene durchschnittlich so 200 Mikrogramm pro Tag an Jod benötigt. In den gängigen Nahrungsergänzungsmitteln sind so 100 bis 200 Mikrogramm drin. Da kann man auch nicht viel verkehrt machen. Man wird häufig gefragt, wie viel ist denn nun richtig für mich? Man nimmt ja auch noch was über die Nahrung auf. Deswegen ja, wahrscheinlich reichen 100. Mit 200 wird man aber auch nichts falsch machen. Da wird man keine Jodüberladung bekommen. Normalerweise ist Jod also immer gut für die gesunde Schilddrüse. Eine Ausnahme wären nur bestimmte Schilddrüsenerkrankungen. Ja, was gibt es da so? Da muss man erstmal so ein bisschen ordnen, welche Probleme kann es überhaupt geben. Man kann einmal Fehlfunktionen haben, also entweder arbeitet die Schilddrüse zu viel, man kriegt eine Überfunktion oder auch eine Unterfunktion, wenn sie zu wenig arbeitet. Auf Latein würde man dann Hyperthyreose für zu viel, Hypothyreose für zu wenig sagen. Es gibt aber auch die Gewebeveränderungen, die häufig parallel vorkommen, aber nicht unbedingt mit einer Funktionsänderung einhergehen müssen. Und die Schilddrüse kann halt auch mal über entweder einen Knoten oder über eine Gesamtvergrößerung zu mechanischen Problemen führen und auch wirklich lokale Beschwerden im Hals machen. Ja, Überschneidungen und Mischformen, wie ich schon gesagt habe, kommen häufig vor. Und wenn man einen Knoten hat, muss das noch lange nicht bedeuten, dass man da ein funktionelles Problem hat. Und man muss auch nicht zwangsläufig lokale Beschwerden haben, kann es aber haben. Ja, wenn nicht genug Jod da ist, was ist denn dann eigentlich? Die Schilddrüse hat dann Probleme, weil sie nicht genug Grundbaustein für die Herstellung ihres Hormons hat. Was macht das Gehirn? Das reagiert und schickt mehr stimulierendes Hormon, also will die Schilddrüse mehr anschieben, doch mehr zu arbeiten und schickt dann auch Wachstumsfaktoren, sodass es dazu kommt, dass die Schilddrüse größer wird und dann auch zur Knotenbildung neigt. Eine Vergrößerung der Schilddrüse bezeichnet man auch als Kropf oder als Struma auf Latein. Die Struma diffusa wäre eine Vergrößerung der Schilddrüse ohne Knoten. Die Struma nodosa ist dann, wenn eine Knotenbildung parallel vorliegt. Diffusa sagt es schon, diffus, also gleichmäßig das gesamte Organ betreffend. Nodosa, da unterscheidet man wieder. In den Befunden hat man vielleicht schon mal gesehen, dass man eine Struma uninodosa da häufig als Wortlaut findet oder auch multinodosa. Uninodosa wäre eben nur ein Knoten, multinodosa wären viele Knoten. Ja, wofür ist das Schilddrüsenhormon denn nun notwendig? Für sehr viele Stoffwechselvorgänge im gesamten Körper. Die greift nahezu in alle Stoffwechselvorgänge ein, die so vorkommen im Körper. Man kann sich vielleicht vereinfacht merken, dass sie in erster Linie energiebereitstellende Aktionen fördert. Das heißt, wenn man eine Schilddrüsenüberfunktion hat, dann kommt es dazu, dass sich die Herzfrequenz und der Blutdruck erhöhen, es zu einer Erweiterung der Blutgefäße kommt, ja, Zucker-, Fett- und Bindegewebstoffwechsel Umsatz gesteigert werden, also der Energieverbrauch erhöht wird. Schweiß- und Talgdrüsen produzieren mehr, man fängt an zu schwitzen, es ist einem warm, man kriegt Wärmegefühl. Wichtig ist das Hormon aber auch für Wachstum und Entwicklung beim Neugeborenen und auch für das seelische Wohlbefinden und durchaus auch für Sexualität und Fruchtbarkeit. Ja, also platt gesagt ist es halt so, die Schilddrüse nimmt sich Jod aus dem Blut, stellt aus dem Jod das Schilddrüsenhormon her, speichert das Schilddrüsenhormon und gibt es dann auf Kommando vom Gehirn kontrolliert, je nach Bedarf an den Körper ab.
Ja, wie kontrolliert die das Hirn nun die Schilddrüse? Das ist recht komplex. Über bestimmte Zentren im Hirn läuft das Ganze, nämlich den Hypothalamus und die Hypophyse, also die Hirnanhangsdrüse. Die schickt ein Hormon. Vielleicht ist das auch das Einzige und das Wichtigste, was man sich so merken kann und was einem vielleicht auch schon mal begegnet ist in den eigenen Laborwerten. Die Hirnanhangsdrüse schickt nämlich dieses schilddrüsenstimulierende Hormon los. Das Thyroidea-stimulierende Hormon, also TSH-basal auch genannt. Das ist eben so immer der erste Laborwert, der beim Hausarzt dann auch abgenommen wird, wenn die Schilddrüse kontrolliert werden soll. Das heißt, wenn das TSH-basal normal ist, dann sagt das Gehirn, alles in Ordnung, Schilddrüse, es ist genau richtig viel Hormon da, alles ist prima. Normalerweise sind dann die Schilddrüsenhormone auch in Ordnung und deswegen ist das völlig in Ordnung, wenn nur das TSH bestimmt wird. Bei viel Schilddrüsenhormon, wenn das Gehirn das wahrnimmt, dann sagt es, hallo, Schilddrüse, mach mal ein bisschen weniger, wir brauchen nicht so viel, schickt weniger vom TSH und das ist erniedrigt. Und umgekehrt, wenn sehr wenig Schilddrüsenhormon da ist, dann sagt das Hirn, hallo, wir brauchen mehr Hormon, mach mal voran Schilddrüse und schickt mehr vom TSH-Basal. Es kommt zu einer TSH-Basal-Erhöhung. Ja, die nächstwichtigsten Laborparameter wären dann das FT4 und das FT3, also die inaktive bzw. die aktive Form des Schilddrüsenhormons. Häufig wird allerdings auch nur das FT4 als nächstes beim Arzt bestimmt. Das kommt daher, weil das FT3 als technisch ein bisschen anfällig gilt und deswegen ist das grundsätzlich auch nicht zu beanstanden. Häufig nehmen Schilddrüsenspezialisten dennoch alle Werte ab. Ja, eine normale Schilddrüsenstoffwechsellage bezeichnet man auch als Euthyreose. Das heißt, es ist genau richtig viel Hormon da, TSH-Basal ist normal und dann sind eben FT3 und FT4 auch normal. Dann gibt es die Schilddrüsenüberfunktion, die in eine leichte Version und eine etwas stärkere Version unterteilt werden, in die sogenannte latente Hyperthyreose und die manifeste Hyperthyreose. Bei der latenten ist das TSH erniedrigt und FT3, FT4 am Anfang noch normal. Wenn es dann stärker wird, dann sind FT3 und FT4 auch erhöht festzustellen. Was passiert dann? Im Körper ist es so, es kommt zu viel Energiebereitstellung, man schwitzt mehr, man nimmt vielleicht Herzklopfen, Herzrasen, schnellen Puls wahr. Es kommt zu Blutdruckerhöhungen, Hände zittern, Unruhe, Nervosität, man kann nicht mehr so gut schlafen. Typisch wäre eine Gewichtsabnahme. Leider stimmt das mit Gewichtsabnahme, Zunahme nicht immer so, wie man sich das vorstellt. Ich hatte schon alle Konstellationen. Manchmal gibt es leider auch Leute mit Unterfunktion, die abnehmen und umgekehrt mit Überfunktion nehmen sie zu. Das Klassische wäre es aber nicht. Das hier wäre das Physiologische. Konzentrationsstörungen und ja, man muss tendenziell häufiger zum Klo. Bei der Schilddrüsenüberfunktion liegt als Erkrankung dann normalerweise ein ja, autonom werden der Schilddrüse, also sich unabhängig von der Kontrolle des Gehirns machen vor, als häufigste Erkrankung. Das nennt man auch Schilddrüsenautonomie. Wenn es die ganze Schilddrüse betrifft, wäre es eine disseminierte Autonomie. Wenn es nur einen Knoten betrifft in der Schilddrüse, wäre es eine unifokale Schilddrüsenautonomie. Und wenn es mehrere Knoten wären, bezeichnet man das als multifokale Schilddrüsenautonomie. So überaktive Knoten hat man auch schon seit langer Zeit immer als autonome Adenome bezeichnet. Der Begriff gilt mal als altmodisch, setzt sich aber irgendwie dann doch immer wieder durch. Dann gibt es noch eine speziellere Erkrankung, die Autoimmunerkrankung Morbus Basedow. Die führt häufig zu sehr starken Überfunktionen, hat aber den Vorteil, dass sie sich häufig, also in der Hälfte der Fälle, wieder von allein zurückbildet. Und es gibt auch mal den Fall, dass die Schilddrüse sich entzündet. Manchmal auch in der Art, dass sie danach eigentlich eine Schilddrüsenunterfunktion als Ergebnis hinterlässt. Aber das ist vorübergehend dann doch zu einer sogenannten dann Freisetzungsüberfunktion, also Hyperthyreose kommt. Ja, die Schilddrüsenunterfunktion ist analog eingeteilt, wie ich es eben schon über die Überfunktion erzählt habe. Es gibt eine leichtere Form, wo sich erstmal das TSH zwar schon erhöht nachweisen lässt, aber FT4 und FT3 noch im Normbereich sind. Das wäre dann die latente Hypothyreose. Und bei der etwas stärkeren Form, bei der manifesten, da würde man schon feststellen, dass FT3 und FT4 auch schon erniedrigt sind, wenn das TSH erhöht ist. Was ist dafür typisch? Müdigkeit, sich schlapp fühlen, Antriebslosigkeit, vielleicht traurige Verstimmungen. Man ist nicht mehr so belastbar oder nicht mehr so fit im Sport.
Es ist einem tendenziell kalt, häufig wird über Haarausfall geklagt. Ja, das Gewicht, das Normale wäre, dass man eher zunimmt. Auch hier kommt die Konzentrationsschwäche vor und wenn man eine sehr starke Unterfunktion hat, kann es auch zu Schwellungen, zu Ödemen der Glieder kommen. Ja, die häufigsten Ursachen sind eigentlich, ja, da kann man sich eigentlich auf diese beiden hier konzentrieren. Das häufigste ist erworben und nicht angeboren. Bei Neugeborenen wird ja heutzutage auch bei uns kontrolliert, ob der Schilddrüsenwert in Ordnung ist. Das würde man also sehr schnell feststellen. Das ist aber auch was sehr Seltenes. Das häufigste ist tatsächlich eine Autoimmunerkrankung namens Hashimoto-Thyreoiditis. Verzeihung. Also eine chronische Schilddrüsenentzündung, die über die Zeit zu einer Zerstörung von Schilddrüsengewebe führt. Und auch der Jodmangel selbst führt erstmal zu einer Schilddrüsenunterfunktion. Deswegen kann auch am Anfang einmal ein guter Therapieansatz sein, erstmal Jod tatsächlich mit der Nahrung wieder mehr zu sich zu nehmen oder Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen. Da sollte man aber auf jeden Fall eine Abklärung genießen, weil das eben nicht immer zu empfehlen ist. Ansonsten kann es natürlich sein, dass man schon eine vorangegangene Therapie hatte, wie eine Radiojodtherapie. Das ist eine spezielle nuklearmedizinische Therapie der Schilddrüse, auch gerade bei Überfunktionserkrankungen, wie nach der Schilddrüsenoperation. Durch natürlich schilddrüsenbremsende Medikamente können auch zu einer Unterfunktion führen oder auch eine Bestrahlung im Halsbereich, wenn man zum Beispiel bösartige Erkrankungen wie Lymphknotenkrebs mal hatte. Ja, dann gibt es natürlich auch noch andere Schilddrüsenentzündungen, die aber seltener sind. Bakterielle, virale Entzündungen oder gar Pilzentzündungen sind sehr selten. Und dann gibt es auch noch sehr abgefahrene Erkrankungen der übergeordneten Zentren im Hirn, die kontrollieren, aber das ist was Spezielles und sehr selten. Wie läuft das Ganze überhaupt mit der Diagnostik? Meistens fällt beim Hausarzt auf, dass was mit der Schilddrüse nicht in Ordnung ist. Verzeihung, ich war noch erkältet bis vor kurzem, deswegen viel Reden führt jetzt doch zu Hustenreiz. Ja, dem Hausarzt fällt häufig in Routineuntersuchungen auf, dass vielleicht was mit der Schilddrüse nicht stimmen könnte. Entweder schon darüber, dass es einfach nur durch Anschauen des Patienten auffällt, dass der Hals sehr betont ist oder er es ertastet oder vielleicht auch ein Routine-Ultraschall gemacht wird und dann Knoten auffallen. Der TSH-Wert wird ja auch so routinemäßig mitbestimmt, vielleicht fällt es auch dort auf. Wenn da was Auffälliges ist, ist es so, dass bei Knoten über einem Zentimeter sehr gerne zum Nuklearmediziner, also zu mir in diesem Falle zum Beispiel, geschickt wird, sodass man auch nach der Funktion der Schilddrüse und der Knoten gucken kann. Der Facharzt, egal ob Endokrinologe oder Nuklearmediziner, würde dann in der Regel auch nochmal einen Ultraschall machen und eine Schilddrüsenszintigraphie, um zu schauen, wie es um die Funktion bestellt ist. Der Befund geht dann zum Hausarzt und dann folgt auch schon die Empfehlung. Das häufigste wäre eigentlich die Kontrolle im Verlauf. Meistens ist mehr nicht notwendig, aber es kann natürlich auch mal sein, dass man doch eine OP-Empfehlung stellt. Bei Krebsverdacht natürlich sowieso immer, aber wie schon erwähnt, ist das eher was Seltenes. Aber auch bei sehr großen Knoten, bei lokalen Problemen, wenn es vielleicht Knoten oder beziehungsweise flüssigkeitsgefüllte zystische Knoten gibt, die immer wieder Druckbeschwerden machen, dann ist man auf jeden Fall richtig beim Chirurgen. Und dann gibt es noch die Radiojodtherapie als etwas speziellere Therapie, wenn man zum Beispiel eine Überfunktionserkrankung hat. Ein Schilddrüsenknoten würde im Ultraschall so aussehen. Das hier wäre die Schilddrüse. Im Querschnitt guckt man sich immer den Hals an. Das hier wäre also der rechte Schilddrüsenlappen. Der schmale Verbindungssteg vorne, den man auch Isthmus nennt. Das dahinter ist die Luftröhre. Und das hier wäre der linke Schilddrüsenlappen. Wenn man einen Knoten hat, dann kann das zum Beispiel so aussehen. Hier wäre einmal einer ausgemessen. Den sieht man so ein bisschen dunkler. Dann spricht man auch von Echoarm. Der ist jetzt hier in zwei Größen in den drei Dimensionen liegt er über 10 mm. Das heißt, da würde es durchaus Sinn machen, mal ein Szintigramm zu machen. Szintigraphie empfohlen, also immer bei Knoten über einem Zentimeter. Warum macht man das? Man hat auch schon das Ultraschall gemacht, weil man mit dem Ultraschall zwar schön anatomisch ausmessen kann, wie das Ganze aussieht und wie groß sie sind, aber man weiß nicht, wie sie arbeiten. Die Szintigraphie kann die Frage beantworten, arbeiten die Knoten gleich wie der Rest der Schilddrüse, also sind sie isofunktionell, sagt man dann auch. Arbeiten sie mehr, also sind sie hyperfunktionell, dann spricht man auch von warmen oder vielleicht heißen Knoten. Oder arbeiten sie weniger, dann würde man von
hypofunktionellen, also kalten Knoten sprechen. Hier wäre mal ein Beispiel von einer Patientin mit einem normalen TSH-Basal, Patientin mit mittleren Alters, 54. Die Schilddrüse ist ein bisschen vergrößert, normal ist ja bis 18 Milliliter, sie liegt bei 24, hat so hier und da einen Knoten, vor allem auf der rechten Seite, kleineres Knötchen auch auf der linken und immer mal wieder so ein bisschen knotige Veränderungen. Da sieht die Scintigraphie dann aber recht normal aus. So wäre dann das Bild, was man erhält, wenn man eine Scintigraphie macht. Da spritzt man ein schwach radioaktives Mittel, das sehr gut verträglich ist, auch nur eine geringe Strahlenexposition bedeutet und wie Jod von der Schilddrüse aufgenommen wird, sodass man dann so eine Viertelstunde später für circa 5 Minuten diese Aufnahme hier machen kann und dann sowas erhält. Die Schilddrüse sieht hier recht normal wie schmetterlingsförmig aus. Da würde man also sagen, die arbeiten gleich. Das sind also ist ein isofunktioneller Knoten. Hier wäre ein Beispiel für einen heißen Knoten. Eine Patientin, die einen auffälligen TSH-Basal hatte, FT3 und FT4 aber noch im Normbereich. Das wäre, weiß, das ist noch keine allzu schwere Überfunktion, eine latente Hyperthyreose. Sie hatte eine zu große Schilddrüse mit 33 Millilitern, allerdings der rechte Lappen eigentlich ziemlich normal groß. Im linken Schilddrüsenlappen hat sie dann aber einen ziemlich großen, fast lappenfüllenden Knoten. Das hier ist der Knoten, der Lappen ist nur unwesentlich länger. Und da sieht man dann erstens im Ultraschall noch, dass er im Randbereich ein bisschen mehr durchblutet ist. Und in der Scintigraphie sieht man dann auch, unser Mittel geht eigentlich fast nur in diesen einen Knoten rein. Also das wäre eine Struma uninodosa links mit einer unifokalen Schilddrüsenautonomie. Solange das noch nicht sehr starke Probleme macht, muss man es noch nicht unbedingt sofort behandeln. Spätestens aber, wenn FT3 und FT4 dann auch auffällig werden oder aber Überfunktionsprobleme auftreten oder auch vielleicht parallel schon lokale Probleme durch den Knoten da sind, würden wir vielleicht zu Professor Bausch empfehlen. Hier wäre ein Beispiel für mehrere heiße Knoten, also eine sogenannte, man kann sich jetzt streiten, ob man es noch als bifokale, wenn es wirklich nur zwei Knoten sind, bezeichnet, oder aber hier ist ja auch noch so ein bisschen was zu sehen. Also eher ist es schon eine multifokale Schilddrüsenautonomie bei einer Patientin, die 81 schon ist. Auch hier eine latente Hyperthyreose, also der TSH-Basal zeigt eine Überfunktion an. FT3 und FT4 sind aber noch in Ordnung. Hat man jetzt eben diese mehreren überaktiven Knoten, sodass man da auch spätestens, wenn die Werte noch schlechter werden, doch eine Therapie empfehlen würde. Eine Therapieempfehlung würde zum Beispiel auch schneller mal kommen, wenn die Patientin vielleicht parallel Herzbeschwerden hätte, wie Herzrhythmusstörungen. Dann könnte es auch Sinn machen, die Schilddrüse zu behandeln. So sähe eine disseminierte Schilddrüsenautonomie aus. Wenn man also sieht, die ganze Schilddrüse ist ja zu groß. Gut, das wussten wir auch schon aus dem Ultraschall. Bei diesen 70-jährigen Patienten haben wir eine 80 Milliliter Schilddrüse im Ultraschall gefunden. Und da geht wirklich unser Mittel in die gesamte Schilddrüse rein und ist nicht adäquat erniedrigt. Er hat einen niedrigen TSH-Basal. Zu erwarten wäre übrigens, wenn man jetzt eine ganz normale Schilddrüse hätte, bei so einem Wert, wenn man einen TSH-Basal von 0,06 hätte, gut, hätte man dann, kann man nur haben, wenn man fälschlicherweise Schilddrüsenhormone einnimmt, sonst gibt es diese Konstellation nicht. Aber wäre das so, dürfte man die Schilddrüse eben gar nicht mehr sehen tatsächlich. Dann wäre das Normale, dass die Schilddrüse runterreguliert wird und man sie nicht sieht. Hier sieht man sie sehr gut. Der Uptake, also wie viel von unserem Mittel in die Schilddrüse reinging, war auch erhöht. Und das wäre also eine Struma nodosa mit disseminierter Schilddrüsenautonomie. Ja, hier die etwas speziellere Erkrankung der Morbus Basedow als Beispiel. Ich will jetzt gar nicht zu sehr auf die anderen Laborwerte eingehen, aber da sieht man schon, diese Patientin hat eine manifeste Hyperthyreose, die also ein bisschen stärker ist. TSH-Basal ist gar nicht mehr nachweisbar. FT3 und FT4 sind beide ein bisschen erhöht. Kann beim Basedow auch durchaus mal noch viel deutlicher erhöht sein. Das wäre auch durchaus typisch. Das Thyreoglobulin ist nur ein Eiweiß, was in der Schilddrüse hergestellt wird. Das ist kein beängstigender Wert, heißt nur, da ist was los in der Schilddrüse. Aber typisch für den Morbus Basedow ist noch, dass dieser Anti-RTSH-Antikörper, auch TRAC genannt, erhöht ist. Und da ist ganz typisch für, dass die Schilddrüse so richtig kräftig anreichert, eigentlich schön aussieht,
aber zu kräftig. Sie hat bei dieser Konstellation, wo man ja eigentlich kaum was in der Schilddrüse nachweisbar haben sollte, hat man einen Uptake von über 5. Das ist viel zu viel. Das ist das typische Bild eines Morbus Basedow und passt auch sehr gut dazu, dass im Ultraschall die Schilddrüse dunkel erscheint, fast so dunkel wie vorne die Halsmuskulatur, die man hier leider nur wenig mit angeschnitten sieht. Ein bisschen ungleichmäßig kann es auch häufig sein. Und dieses Bild bedeutet, dass die Schilddrüse dann gleichzeitig sehr stark also vermehrt durchblutet ist. Hyperperfundiert, sagt man auch. Insgesamt eine sehr typische Konstellation. Das hier wäre ein Beispiel für eine große Schilddrüsenzyste. Schilddrüsengesamtvolumen 126 Milliliter, davon 120 Milliliter fast auf der rechten Seite. Und dieses Bild, also im Ultraschall sah das Ganze so aus, dass das so dunkel ist, bedeutet, dass das Flüssigkeit in dem Knoten ist. Und dieses Gegrissel hier, ja, sieht nicht so richtig nach Gewebe aus. Das sind häufig so Zellüberreste, die man dann da findet. Im Scintigramm sieht man das hier wirklich als Aussparung. Hier sitzt der Knoten und verdrängt quasi nur das normale Schilddrüsengewebe. Weil der Patient dann auch wirklich lokale Beschwerden hatte und ein starkes Druckgefühl hatte, hat man versucht, ihm das zu entlasten. Hat die Zyste nicht bis auf 0 runtergekriegt, aber immerhin bis auf 35 Milliliter. Und dann ging es ihm erstmal wieder besser. Solche Zysten verlaufen ganz unterschiedlich. Die können mal von alleine tatsächlich sich resorbieren und weggehen, ist aber eher selten. Meistens bleiben sie zystisch gefüllt, machen mal mehr, mal weniger Probleme. Wenn man Glück hat, machen sie im Verlauf keine Probleme. Deswegen kann man es häufig dann erstmal beobachten. Ich hatte aber auch schon eine Mitte-20-jährige Patientin, die hat innerhalb von 4 Monaten sich 3-mal punktieren lassen müssen, weil die Zyste immer wieder so groß geworden war, dass wir sie auch tatsächlich dann zum Chirurgen geschickt haben, weil es keine andere gute Lösung gab. Und es ihr einfach Probleme im Alltag gemacht hat. Ja, so wäre ein typischer Befund, wenn man in so eine Zyste punktiert. Da kommt dann häufig nur raus, dass es Blutungszysten sind. Kann man sich also vorstellen, wie beim Nasenbluten, dass da einfach dann kleine Gefäße reißen und die vollbluten und deswegen auch in kurzer Zeit so schnell groß werden. Das ist nichts Beängstigendes, aber manchmal für den Patienten unangenehm. Ein richtiger kalter Knoten wäre dann dieser hier als Beispiel. Da ist es so, dass das eine Patientin mit Werten noch im Normbereich war. Zu große Schilddrüse mit 50 Millilitern und ein großer Knoten von bis zu über 5 Zentimetern auf der linken Seite unten. Den sieht man als Aussparung und der war auch so ein bisschen seltsam vermehrt durchblutet im Ultraschall, sodass man da tatsächlich dann schnell bei einer OP-Empfehlung war. Wenn die Knoten nicht so groß sind, muss man da nicht unbedingt so schnell sein. Was einem dann nicht gefällt, ich habe eben das Thyroglobulin mit erwähnt. Sie hatte zum Vergleich einen Wert von 2004 Nanogramm pro Milliliter. Das ist wirklich sehr stark erhöht. Das Thyroglobulin ist ein normales Eiweiß, was von der Schilddrüse gebildet wird, aber so extreme Erhöhungen müssen noch nicht zwangsläufig bedeuten, dass es Krebs ist, aber da hat man zumindest die Sorge und schickt dann doch noch eher zum Chirurgen. Ja, wie ist das jetzt mit kalten Knoten? Heißt jetzt kalter Knoten gleich Krebs? Nein, das heißt auf keinen Fall gleich Krebs. Das Risiko von Bösartigkeit, auch Malignität genannt, das Malignitätsrisiko liegt in Deutschland nur bei durchschnittlich 5%. Man findet in den Studien so Angaben zwischen 2% und 10%, Durchschnitt ungefähr 5%. Aber weil man eben die 5%, die wenigen Krebsfälle dann doch rausfiltern möchte, empfiehlt man da eine weitere Abklärung. Leitliniengemäß wäre reinpieken mit einer feinen Nadel und in eine Spritze Material aus dem Knoten ziehen, die sogenannte Feinnadelpunktion. Manchen Patienten ist das jetzt nicht so angenehm, am Hals gepiekt zu werden oder auch die Knoten sind so ein bisschen ungünstig dafür geeignet, wenn es vielleicht mehrere sind und der Knoten sehr groß ist, über 3 Zentimeter groß oder sehr ungünstig lokalisiert, direkt vor der Speiseröhre oder so oder vor der Luftröhre vielmehr. Dann haben wir noch als Möglichkeit die sogenannte MIBI-Scintigraphie, also eine weitere scintigraphische Untersuchung, mit der wir das Risiko einschätzen können. Ja, wenn man dann so eine Feinnadelpunktion macht, dann könnte es zum Beispiel sein, dass da rauskommt, dass keine atypischen Zellen zur Darstellung kommen, also es keinen Krebsverdacht gibt. In diesem Fall wurden sogar 3 Knoten tatsächlich punktiert. Das ist eigentlich ein Fall, wo ich ganz gerne so eine MIBI-Scintigraphie eher nochmal empfehlen würde, damit eben der Patient nicht so gepiesackt werden muss, aber kann man auch machen. Hier unauffälliger Befund, also Ultraschallkontrolle, muss man sich nicht unbedingt operieren lassen.
Aber hier ist es tatsächlich mal gelungen, dann auch tatsächlich in der Schilddrüsenpunktion schon Zellen zu gewinnen, die dann bei dem Pathologen unter dem Mikroskop direkt den Verdacht auf ein Schilddrüsenkarzinom ergeben haben. So ein Patient würde natürlich zum Chirurgen geschickt. Ja, das waren so die wichtigsten Sachen zur Schilddrüse. Dann kommen wir noch zu den Nebenschilddrüsen. Wie gesagt, das sind ja diese kleinen Organe, die einer ja etwas seltener, die einem etwas seltener begegnen im Leben, die aber auch durchaus wichtig sind, auch ein eigenes Hormon produzieren, nämlich das sogenannte Parathormon. Ja, man bezeichnet sie auch als Glandulae parathyroideae auf Latein oder auch als Epithelkörperchen werden sie bezeichnet. Spricht man eigentlich von der Nebenschilddrüse oder von den Nebenschilddrüsen, ist beides nicht ganz falsch. Die Nebenschilddrüse meint eben immer die Gesamtheit der Körperchen. Das Parathormon reguliert den Kalziumstoffwechsel und hält die Kalzium- und Phosphatwerte im Blut konstant und ist dafür wichtig. Also ganz andere Aufgabe als die Schilddrüse, aber auch durchaus wichtig. Wenn da was nicht stimmt, dann kann man das durchaus auch merken. Welche Erkrankungen gibt es überhaupt der Nebenschilddrüse? Da ist eigentlich das Wichtigste der Hyperparathyroidismus, also die Überfunktion der Nebenschilddrüse. Wenn es zum Überschuss an dem Hormon Parathormon kommt und infolgedessen auch zu einem Überschuss an Calcium. Die häufigsten Ursachen sind Vergrößerungen der Nebenschilddrüse, Hyperplasien oder auch Tumoren. Meistens sind die gutartig und es sind gutartige Adenome, aber es können auch mal bösartige Adenokarzinome vorkommen. Eine weitere Erkrankung wäre eine Unterfunktion, das ist aber deutlich seltener und ist auch meistens nach Therapie vorkommt, wie nach Schilddrüsen-OP oder Bestrahlung oder selten im Rahmen von bestimmten Syndromen oder auch angeboren. Ja, wie gesagt, ich konzentriere mich ein bisschen auf den häufiger vorkommenden Hyperparathyroidismus, also die Überfunktion der Nebenschilddrüsen. Die wurde früher als Stein-, Bein- und Magenpein bezeichnet, weil sie früher auch tatsächlich erst durch diese Symptome aufgefallen ist. Heutzutage ist das eigentlich so, dass sie schon eher auffallen durch Laborveränderungen, bevor es dann wirklich zu diesen Endproblemen sozusagen kommt. Ende vom Lied wäre halt, dass bei zu viel Kalzium es zum Ausfallen von Steinen in den Nieren kommt, dass es zu Nierensteine entstehen oder auch zu Knochen- und Magenschmerzen. Allerdings sind auch die Zusammenhang mit so einem Magenulkus auch so ein bisschen umstritten heutzutage. Und bei Knochenschmerzen geht man auch davon aus, dass vielleicht heutzutage die Versorgung mit Vitamin D besser ist und man das deswegen nicht mehr ganz so viel beobachtet. Ja, es wird in Primär, Sekundär und Tertiär eingeteilt. Muss man sich vielleicht nicht merken, schon gar nicht als Patient. Bedeutet im Endeffekt nur, also meistens geht es uns um den primären Hyperparathyroidismus, also mit der Ursache in den Nebenschilddrüsen selbst. Sekundär wäre also Ursache außerhalb der Nebenschilddrüsen. Tertiär wäre auch außerhalb der Nebenschilddrüsen in einer relativ speziellen Situation, wenn bei einer Erkrankung wie der Niereninsuffizienz schon sehr lange ein Sekundärer besteht. Das ist aber alles sehr speziell. Merken kann man sich vielleicht, dass wenn man da was hat, dann wären an Hormonen das Parathormon und oder das Calcium erhöht. Meistens sind beide schon erhöht und dadurch fällt das Ganze auf. Dann wäre das Typische, dass man erstmal einen Ultraschall auch wiederum macht. Die Schilddrüse schaltet man dann automatisch mit, was auch sinnvoll ist, weil die Nebenschilddrüsen doch auch manchmal gar nicht so leicht von Schilddrüsenknoten zu unterscheiden sind. Hier wäre aber ein recht typisches Beispiel, wo man, also hier wäre der Schilddrüsenlappen der linke. Hier ist die Arterie, hier ist die Vene, hier sieht man Halsmuskulatur, hier kommt die Luftröhre. Aber das hier, das gehört da nicht hin. Das ist auch nicht Speiseröhre, das ist auch nichts anderes. Das kann man auch im Längsschnitt gut und ganz schön groß wiederfinden. Tatsächlich würde man hier dann gerade mit der Konstellation, dass das Labor auffällig ist, wie gerade genannt, ein Nebenschilddrüsenadenom links vermuten. Und auch dann können wir eine Nebenschilddrüsen-Szintigraphie durchführen und die war in diesem Fall auch tatsächlich auffällig. Dass man die Schilddrüse ein bisschen sieht, ist normal, aber dass man genau in der Lokalisation und das auch noch 2 Stunden später eine Mehranreicherung sieht, das ist nicht normal. Also passt das hier sehr gut mit dem Nebenschilddrüsenadenom links.
Hier ein weiteres Beispiel für ein Nebenschilddrüsenadenom auf der linken Seite. Hier schon ein bisschen schwieriger, weil das so weit vorne liegt. Typischer wäre ja eigentlich, dass die Nebenschilddrüse hinter dem Schilddrüsengewebe liegt. Aber wie gesagt, das kann variieren. Deswegen kann es auch durchaus hier sein, dass das Nebenschilddrüse ist. Man muss aber immer aufpassen, dass es dann nicht vielleicht doch eher ein Schilddrüsenknoten ist. Also manchmal ist das nicht so einfach. Deswegen ist vielen Nuklearmedizinern wichtig, dass man auch die Schilddrüse vernünftig und ordentlich untersucht hat, um da nicht in Verwechslung zu geraten. Genau, aber hier kann man dann auch gut sehen, also das, was man hier wiederum als Anreicherung sieht, das ist eben ganz typisch für ein Nebenschilddrüsenadenom. Wenn man das noch so schön korrelieren kann und es mit dem Labor übereinstimmt, dann steht die Diagnose. Ja, und dann geht es auch schon in die Chirurgie, weil Professor Bausch kann dann von dieser Krankheit befreien, indem es wegoperiert wird und auch von zu großen Schilddrüsen. Ja, vielen Dank für die Überleitung. Ich würde, jetzt muss ich mal gucken, dass ich hier dieses Unmute myself wegmache. So, ich würde dann sozusagen direkt auch mit meinem Vortrag starten, den ich jetzt erstmal hier teilen muss. So. Ich hoffe, es sehen alle meinen Vortrag. Vielen Dank, wie gesagt, Frau Dr. Kurz-Janka, für den wunderschönen Vortrag. Und ich versuche, den an einigen Stellen aufzugreifen, an anderen Stellen wahrscheinlich noch mal ein bisschen in eine andere Richtung weiterzugehen. Thema meines Vortrags soll sein, die Schilddrüsenerkrankungen, welche Beschwerden machen die, wie kann man die behandeln und auch welche Folgen eine Behandlung möglicherweise für die betroffenen Patienten hat. Und zunächst einmal ganz einfach nochmal ein Bild zur Anatomie der Schilddrüse. Wie schon gezeigt, liegt die wie so ein Schmetterling hier im vorderen Halsbereich und es gibt diesen mittleren Teil, den Isthmus, der sich manchmal auch nach oben fortsetzt, weil die Schilddrüse im Laufe der Menschwerdung oder der menschlichen Entwicklung im Bereich der Zunge entsteht und dann langsam in den Hals hinunterwandert. Was man hier so blau und rot erkennen kann, das sind die Blutgefäße der Schilddrüse, die hier aus den Halsschlagadern entspringen und dann hier die Schilddrüse von oben beziehungsweise hier von unten mit Blut versorgen. Man sieht auch sehr schön die enge räumliche Nähe der Schilddrüse hier zur Luftröhre und zum Kehlkopf. Dahinter befindet sich die Speiseröhre, die über die Nahrung ja dann vom Mund in den Magen gelangen muss, sodass man sich, denke ich, gut vorstellen kann, dass Veränderungen der Schilddrüse auch relativ häufig dann zu Beschwerden führen, die eben sich darin äußern, dass die anderen in der Umgebung befindlichen Organe beeinträchtigt werden. Zunächst einmal noch einen ganzen großen Schritt zurück. Was machen eigentlich Drüsen? Drüsen gibt es in zwei Formen. Das sind einmal sogenannte exokrine Drüsen. Das sind zum Beispiel Schweißdrüsen, Speicheldrüsen, also Organe, die Sekrete produzieren, die dann nach außen abgegeben werden. Das heißt, diese sekretproduzierenden Zellen, die man hier sieht, die brauchen im Prinzip so eine Art Gangsystem und eine Öffnung, über die dann die Sekrete wie der Schweiß oder der Speichel nach außen abgegeben werden. Davon unterscheidet man sogenannte endokrine Drüsen und da fällt ja auch die Schilddrüse rein. Die gibt es im Prinzip in zwei Formen. Einmal mit diesen sogenannten Follikeln, aber auch, sagen wir mal, als diffuse oder eher diffuse Drüse. Da ist der Unterschied zur exokrinen, also nach außen produzierenden Drüse, dass diese ihre hergestellten Substanzen in die umgebenden Blutgefäße abgeben. Das sind in der Regel dann sogenannte Hormone, also Botenstoffe des Körpers. Und die Zellen stellen die her und geben die dann in die Blutbahn ab. Welche endokrinen Drüsen gibt es bei Menschen? Auch das hat Frau Kurz-Janka ja vorhin schon erwähnt. Es gibt einmal hier im Halsbereich die Schilddrüse und die Nebenschilddrüsen. Es gibt Hirnanhangdrüsen, auf die ich jetzt nicht näher eingehen will. Dann kennt, denke ich, jeder die Nebennieren und das von den Nebennieren produzierte Adrenalin. Und dann gibt es bei der Frau noch die Eierstöcke, beim Mann den Hoden und natürlich auch die Bauchspeicheldrüse, auch die dürfte vielen bekannt sein, zumindest mal die Zuckererkrankung, die eben durch eine Funktionsstörung der in der Bauchspeicheldrüse befindlichen hormonproduzierenden Zellen verursacht wird. Das heißt, der Mensch hat nicht besonders viele Drüsen und die Schilddrüse ist eben eine ganz wichtige Drüse von den menschlichen Drüsen. Hier nochmal auch das von Frau Kurz-Janka schon gezeigt, der Regelkreis. Es gibt im Prinzip das Hirn, da gibt es zwei sozusagen Stufen, über die letztlich dann dieses TSH-Hormon hergestellt wird, was wiederum die Ausschüttung und die Produktion von diesen Schilddrüsenhormonen T3 und T4 fördert. Und die wiederum sorgen dafür, dass die Menge an diesem Hormon, was vom Hirn produziert wird, absinkt, sobald Schilddrüsenhormone vorhanden sind.
Auch das hat Frau Kotzenka schon erwähnt, die Schilddrüsenhormone selber, so sieht so ein Schilddrüsenhormon in seiner chemischen Formel aus, besitzen alle als einzige Hormone im menschlichen Körper diese Jodanhängsel hier, die wiederum notwendig machen oder es notwendig machen, dass der Körper Jod aufnimmt, damit das hier in diese Schilddrüsenhormone eingebaut werden kann. Hier nochmal was zur grundsätzlichen Funktion der Schilddrüse oder der Schilddrüsenhormone. Die sorgen im Prinzip dafür, dass die Zuckeraufnahme gesteigert wird, der Kohlenhydratumsatz, also der Energiestoffwechsel, angekurbelt wird. Das bedingt natürlich auch, dass der Körper mehr Sauerstoff braucht, mehr Wärme produziert, weil auch ein biologisches System wie der Mensch verbrennt letztlich ja die Nährstoffe und produziert damit Wärme. Und der Herzschlag steigt natürlich an als Zeichen der körperlichen Aktivität, der Blutdruck ebenso und auch die Muskelaktivität wird gesteigert. Dafür werden dann weniger von diesen Kohlenhydraten gespeichert, also von den Bausteinen, die Energie bereitstellen. Es werden weniger Proteine gebildet und die Energie wird aber auch insgesamt nicht ganz so gut ausgenutzt. Funktionsstörungen, auch das schon genannt, einmal die Überfunktion, die eben immer durch eine Hormonüberproduktion bedingt wird und auf der anderen Seite die Schilddrüsenunterfunktion, die immer im Prinzip einen Hormonmangel als Ursache hat. Die Symptome sind im Prinzip bei der Überfunktion klar der krankhaft erhöhte Grundumsatz des Körpers und die daraus erwachsenen Folgen wie die Gewichtsabnahme, die gesteigerte Körpertemperatur, die gesteigerte Herzarbeit, eine Schlaflosigkeit, Händezittern, Durchfall. Aber es kommt eben auch darüber hinaus zu psychischen Symptomen. Das ist einmal eine innere Unruhe, aber auch eine insgesamt Labilität, also eine starke Schwankung der Stimmung im Prinzip. Bei der Unterfunktion ist das Gegenteil der Fall. Da ist einfach der Grundumsatz zu niedrig. Das heißt, der Körper setzt weniger Energie um. Das kann zu einer Gewichtszunahme führen. Das kann zu einer Verstopfung führen. Man wird kälteempfindlich, weil eben die Muskulatur nicht so viel arbeitet, die ja sehr viel Wärme produziert. Es kann aber auch zu Verdickungen und Schwellungen im Hautbereich kommen. Die Haare können struppig und trocken werden. Man ist insgesamt geistig verlangsamt, müde und es kann aber auch in sehr ausgeprägten Fällen zu einer depressiven Verstimmung kommen. Die häufigste Schilddrüsenerkrankung in Deutschland ist die sogenannte Struma. Hier ein sehr eindrückliches Bild, das aus einer Zeichnung, aus einem Artikel aus dem 19. Jahrhundert stammt. So kann so eine Struma oder Kropferkrankung in einer sehr ausgeprägten Form sein, sodass hier ein sehr riesiger Knoten praktisch am Hals hängen sich befindet. Wie gesagt, die häufigste Schilddrüsenerkrankung, 10-15% der Bevölkerung in Deutschland sind betroffen und Frauen sind interessanterweise, man weiß nicht genau, warum das so ist, bis zu 4-mal häufiger betroffen als Männer. Die Ursache dieser Struma ist in über 90% der Fälle in Mitteleuropa ein Jodmangel. Trotz Jodsalz oder trotz Jodierung des Speisesalzes ist es immer noch so, dass in Deutschland eigentlich zu wenig Jod kontinuierlich aufgenommen wird, was letztlich dann eben eine Struma auslösen kann. Was passiert da? Im Prinzip ist es so, dass die Schilddrüsenzellen, die Sie hier sehen oder beispielhaft hier sehen, sich vergrößern, im Prinzip unter Stress geraten durch diesen Jodmangel, weil die natürlich vom Hirn angetrieben werden, ausreichend Schilddrüsenhormone zu produzieren. Und dann kann es tatsächlich zu genetischen Veränderungen kommen, die nur diese Schilddrüsenzellen betreffen. Die werden dann immer größer und wachsen letztlich, sodass dadurch dann die Schilddrüse insgesamt immer größer und größer wird und dadurch eine sogenannte Struma oder dieser Kropf entstehen kann. In ausgeprägten Fällen, das ist jetzt ein Röntgenbild, was von der Seite gezeigt ist, hier das Dunkle ist die Luftröhre und das Helle hier unten ist die deutlich vergrößerte Schilddrüse. Man sieht sehr schön, die Luftröhre hat hier eine normale Weite, dann weitet die sich hier so ein bisschen und dann wird die hier immer enger. Das liegt daran, dass ganz simpel die Schilddrüse halt mechanisch auf die Luftröhre drückt. Was dann passiert, kann man sich vorstellen, man hat als Betroffener natürlich das Gefühl, dass man nicht mehr richtig Luft bekommt. Das heißt, die Beschwerden, die durch so eine Struma ausgelöst werden, die sind nicht durch die Hormone in der Regel bedingt, sondern ganz simpel mechanische Probleme, die durch die Größe der Schilddrüse bedingt sind. Das ist einmal so ein Druckgefühl im Hals, es kann auch so ein Kloßgefühl geben, die Speiseröhre, die ja die Nahrung transportieren soll, liegt hier genau hinter der Luftröhre und wird natürlich durch die Schilddrüse, wenn die sehr groß ist, ebenfalls
abgedrückt. Es kann zu Schluckbeschwerden kommen, auch das durch die Nähe der Speiseröhre, aber auch des Kehlkopfs, der hier oben liegt, bedingt. Und es kann natürlich auch zu Luftnot kommen, wenn die Schilddrüse auf die Luftröhre drückt. In der Regel tritt das natürlich zuerst auf, wenn man sich belastet, zum Beispiel beim Treppensteigen oder aber auch, wenn man Sport macht. Und erst später kann es in sehr ausgeprägten Fällen allerdings auch sein, dass auch in Ruhe, also ohne dass man sich besonders belastet, eine deutliche Atemnot eintreten kann oder eine gefühlte Atemnot eintreten kann. Und es kann in sehr seltenen Fällen tatsächlich auch zu einer Heiserkeit kommen. Woran das liegt, das würde ich Ihnen im weiteren Verlauf meines Vortrags noch zeigen wollen. Und es kann tatsächlich auch natürlich zu einer Schilddrüsenüberfunktion kommen, wobei die sehr selten ist und nicht unbedingt das Hauptsymptom der Struma darstellt. Was mache ich jetzt als Behandlung einer solchen Struma? Im Prinzip fängt man zunächst an, das fehlende Jod zu geben, vorausgesetzt, die Schilddrüse ist noch nicht zu groß, und kombiniert das mit der Gabe von Schilddrüsenhormonen. Das kann sozusagen diesen Krankheitsverlauf aufhalten, wahrscheinlich aber in der Regel nicht rückgängig machen. Die zweite wichtige Säule dieser Struma-Behandlung ist im Prinzip die Operation, die man in der Regel immer dann durchführt, wenn die Schilddrüse dann so groß ist, dass eben die von mir genannten Beschwerden auftreten, zum Beispiel Atemnot oder ähnliches. Da reicht eine Behandlung mit Medikamenten nicht mehr aus. Und im Hintergrund steht als weitere Säule der Behandlung die Radiojodtherapie, wobei die normale Behandlung der Struma tatsächlich die Operation ist, wenn die mechanische Symptome auslöst. Dann das zweite große Krankheitsbild an der Schilddrüse, auch das schon von Frau Kozianka dargestellt, sind diese Knoten in der Schilddrüse, die sehr häufig sind. Ungefähr ein Viertel aller erwachsenen Menschen in Deutschland hat Knoten in der Schilddrüse. Zum Glück sind die in aller Regel harmlos, und man unterteilt die eben in diese heißen Knoten in der Szintigraphie und in die kalten Knoten in der Szintigraphie. Ursache dieser heißen Knoten ist eben ein Jodmangel, der letztlich dann dazu führt, dass sich Teile der Schilddrüse abkoppeln von der normalen Steuerung durch das Gehirn und dann auch Veränderungen in diesen Schilddrüsenzellen auftreten, was dann letztlich ein Adenom, also eine Wucherung, eine gutartige, bedingt. Und autonom heißt, dass die sozusagen völlig unabhängig von der Steuerung durch das Gehirn dann ihr Schilddrüsenhormon produzieren. Und das kann dann tatsächlich auch zu einer Schilddrüsenüberfunktion führen. Ganz wichtig ist zu wissen, wenn sowas vorliegt, auch eine sozusagen beginnende Schilddrüsenüberfunktion, dann kann das für den Betroffenen sehr, sehr gefährlich sein, wenn man ihm zum Beispiel für Röntgenuntersuchungen jodhaltiges Kontrastmittel gibt oder Jod in irgendeiner Form dem Patienten zuführen kann. Weil das sozusagen im Prinzip schwere Störungen auslösen kann, der Schilddrüsenfunktion, die dann auch durchaus lebensbedrohlich sind. Das ist auch der Grund, warum man immer, bevor man jodhaltige Kontrastmittel gibt, die Schilddrüsenhormone oder die Schilddrüsenwerte, die von Frau Kozanka ja schon dargestellt worden sind, bestimmen muss, um eben sicher zu sein, dass da nicht irgendwie eine versteckte Schilddrüsenfunktionsstörung vorliegt. Gerade weil auch diese Untersuchungen sehr häufig sind, ist es natürlich ganz wichtig, dass man sehr genau bei jedem Patienten, der so eine Untersuchung bekommen soll, vorher kontrolliert, ob die Schilddrüsenwerte in Ordnung sind. Wenn das nicht der Fall ist, dann kann man durch die Einnahme oder die Gabe von bestimmten Medikamenten sicherstellen, dass die Patienten durch das jodhaltige Kontrastmittel keinen Schaden nehmen. Behandlung von heißen Knoten, man kann das auch mit Medikamenten behandeln. Das sind dann Medikamente, die das Ziel haben, die Schilddrüsenfunktion zu dämpfen. Hier ist es so, dass die Radiojodtherapie tatsächlich eine ganz wesentliche Säule der Behandlung darstellt, einfach deswegen, weil diese Knoten sehr stoffwechselaktiv sind, sehr gut damit behandelt werden können und praktisch nie als bösartige oder in Form von bösartigen Tumoren in Erscheinung treten. Das heißt, die Operation kann man da auch mal durchführen, die ist aber im Prinzip da nicht das im Vordergrund stehende Behandlungsmodalität. Was ist nun mit kalten Knoten? Da ist die mögliche Ursache ein viel bunteres Bild. Es gibt einmal Zysten, das sind diese flüssigkeitsgefüllten Hohlräume. Es gibt aber auch Entzündungen, die als kalte Knoten in Erscheinung treten können. Natürlich gutartige Tumore, aber auch bösartige Tumore, weil die tatsächlich, wie auch schon dargestellt, sehr selten sind und in unter 5% der Fälle tatsächlich dann hinter so einem Knoten stecken. Das heißt, die Symptome, die bei kalten Knoten entstehen, sind in der Regel so ähnlich wie bei einer Struma. Das heißt, als Betroffener merkt man die in der Regel deswegen, weil die halt durch ihre Größe dann mechanisch die Luftröhre oder aber auch die Speiseröhre beeinträchtigen und das dann wiederum zu Beschwerden führen kann.
Wie werden die behandelt? Wie schon dargestellt, sollte man die eigentlich immer abklären. In der Regel macht man das neben diesen Voruntersuchungen der Sonographie und der Szintigraphie, indem man da eben mit einer Nadel, mit einer dünnen Nadel reinsticht, eine Probe gewinnt und diese dann durch den Pathologen untersuchen lässt. Und in seltenen Fällen kann es auch mal sein, dass so ein kalter Knoten sich eben nicht weiter abklären lässt durch so eine Punktion. Und dann ist es tatsächlich notwendig, eine Operation durchzuführen. Genau das Gleiche gilt natürlich, wenn der Knoten mechanisch Probleme macht, zum Beispiel durch Schluckbeschwerden oder Atemnot. Ebenso wie natürlich ganz selbstverständlich in aller Regel, wenn da sozusagen eine Bösartigkeit oder ein Verdacht auf eine Bösartigkeit nicht ausgeräumt werden kann oder tatsächlich ein Tumor dahinter steckt, den man dann einfach entfernen muss. Im letzten Schritt möchte ich so zur letzten großen Gruppe der Schilddrüsenerkrankungen kommen. Das sind Entzündungen der Schilddrüse. Entzündungen kennen wir alle, die gibt es überall. Sei es, dass sich irgendwo eine kleine Wunde infiziert oder auch, dass sozusagen man nach irgendwelchen Operationen eine Entzündung hat oder Ähnliches. Die kann man grundsätzlich immer einteilen in akute Entzündungen. Das sind Entzündungen, die, sagen wir mal, sehr drastisch und in sehr kurzen Zeiträumen auftreten, dann aber auch wieder abklingen. Und dann gibt es eben auch sogenannte chronische Entzündungen. Das sind Entzündungen, die dann häufig andere Ursachen haben, zum Beispiel eine Autoimmunerkrankung, wo dieser Entzündungsprozess im Körper über einen sehr, sehr langen Zeitraum kontinuierlich bestehen bleibt. Wenn ich Ihnen das jetzt zeige, dann ist es bei den akuten Entzündungen so, dass es in der Regel eben durch Keime verursachte Entzündungen sind, die dann eher selten sind. Es gibt auch durch ärztliches Handeln verursachte Entzündungen. Das sind in der Regel auch Entzündungen, die eben auftreten, zum Beispiel durch Bestrahlung oder durch das Einbringen von Keimen in eine Schilddrüse bei einer Punktion zum Beispiel. Und dann gibt es auch noch sogenannte paraneoplastische Entzündungen. Das heißt, dass im Rahmen von Krebserkrankungen an anderen Körperregionen eine Entzündungsreaktion der Schilddrüse ausgelöst wird. Dann gibt es so eine Mischform, das ist diese sogenannte De Quervain-Thyroiditis, also Schilddrüsenentzündung, die eben von diesem Herrn De Quervain beschrieben wurde. Da möchte ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Und dann gibt es eben diese größere Gruppe der chronischen Schilddrüsenentzündungen. Das ist einmal diese sogenannte Hashimoto-Thyroiditis, dann die Basedow-Thyroiditis, und da möchte ich jetzt näher noch drauf eingehen, die Postpartum-Thyroiditis, also nach einer Geburt auftretende Schilddrüsenentzündung, und dann gibt es noch selten invasiv sklerosierende Schilddrüsenentzündung. Für den Chirurgen, deswegen auch der Basedow so ein bisschen im Vordergrund gestellt, ist tatsächlich diese Basedow-Thyroiditis das am interessantesten oder das interessanteste Krankheitsbild, eben weil das die einzige Gruppe von Patienten darstellt aus dieser ganzen genannten Entzündungskonstellation, wo tatsächlich zumindest in manchen Fällen eine Operation notwendig wird. Bei den anderen Erkrankungen wird in der Regel die Behandlung ohne eine Operation durchgeführt. Diese Basedow-Thyroiditis heißt deswegen Basedow-Thyroiditis, weil die von einem Herrn von Basedow zuerst beschrieben worden ist. Das war im 19. Jahrhundert. Und hier sieht man im Prinzip ein Bild von diesem erstbeschreibenden Mediziner, der das zum ersten Mal entdeckt hat. Die Erkrankung ist sehr häufig, also einer von 1000 Einwohnern kann daran erkranken oder erkrankt daran. Das sind in 2 bis 3% oder sind 2 bis 3% aller Frauen. Und es sind tatsächlich vornehmlich Frauen, die daran erkranken. Und meistens ist das eine Erkrankung im mittleren Lebensalter, also so zwischen dem 20. und 40. Lebensjahr, wo eben diese Krankheit ihr Maximum findet. Typisch ist dieses Symptom, was Sie hier auf der linken Hand sehen, auf der linken Seite sehen, fachspezifisch nennt man das endokrine Orbitopathie. Was man da sieht, ist anders, als man das normal wahrnehmen würde, dass man eben nicht nur hier die Pupille und die Iris im Auge sehen kann, sondern im Prinzip einen Großteil des Augenweißes um die Augen herum. Und das entsteht dadurch, dass im Rahmen dieser Thyroiditis eben Veränderungen hinter dem Auge auftreten, was dafür sorgt, dass die Augäpfel so ein bisschen nach vorne treten können. Und dann sieht das eben sozusagen vom Bild typischerweise so aus. Das zweite Symptom dieses Basedow ist die Schilddrüsenüberfunktion. Dann kann es zu einer Schilddrüsenvergrößerung, also zu einer Entwicklung einer Struma kommen, und es kann eben die hier gezeigte endokrine Orbitopathie auftreten.
Was mache ich jetzt bei Morbus Basedow, beziehungsweise was ist die Ursache? Die Ursache ist, dass Immunzellen, das sind in diesem Bild hier violett eingezeichneten Zellen, Antikörper produzieren, die ja normalerweise dazu dienen, Infektionen zu bekämpfen oder Bakterien abzutöten. Und die wiederum greifen an Rezeptoren, also Moleküle auf der Oberfläche von Schilddrüsenzellen an, die normalerweise von dem TSH, das ist dieses Hormon aus dem Hirn, was die Schilddrüsenfunktion stimuliert, andockt. Und das führt dann dazu, dass fälschlicherweise eben eine Aktivierung dieser Schilddrüsenzellen auftritt. Und die fangen dann an, Schilddrüsenhormone zu produzieren. Und das wiederum sorgt dann dafür, dass eine Schilddrüsenüberfunktion entsteht. Wieso manche Menschen diese Antikörper entwickeln und andere nicht, weiß man nicht genau. Das ist bei vielen Autoimmunerkrankungen so, dass man zwar weiß, welche Ursache die haben, also wogegen der Körper dann diese Antikörper herstellt, aber oft nicht genau weiß, was diese Antikörperentstehung überhaupt auslöst. Und hier ist es eben so, dass dann dadurch die Schilddrüsenfunktion stimuliert wird. Wenn man das jetzt hat, so einen Morbus Basedow, dann kann man diese Antikörper im Blut messen und weiß dann, wenn die bei Menschen vorhanden sind, der eine Schilddrüsenüberfunktion hat, ziemlich sicher, dass der so einen Morbus Basedow hat. Dann ist er sozusagen hier oben. Dann haben die meisten Patienten eine Schilddrüsenüberfunktion. Das heißt, man fängt zunächst an, mit Medikamenten diese Schilddrüsenüberfunktion zu behandeln. Und dann kommt so ein bisschen drauf an, was der Patient im weiteren Verlauf entwickelt. Wenn er eine sehr große Struma entwickelt, die auch irgendwie auffällige Areale enthält, dann werden die Patienten in der Regel operiert. Wenn nicht, dann kann man diese thyreostatische Therapie einfach weiter fortsetzen und versucht dann nach so einem halben Jahr bis anderthalb Jahren diese Medikamente wegzulassen und guckt dann, ob die Erkrankung wieder auftritt oder nicht. Wenn das nicht der Fall ist, dann wird man in der Regel entweder zur definitiven Sanierung zur Operation raten, was sehr selten der Fall ist, beziehungsweise wenn keine Remission auftritt, das heißt also, wenn jemand sozusagen unter dieser Behandlung weiterhin eine Schilddrüsenüberfunktion hat, dann kann man die Schilddrüse entweder durch eine Operation entfernen oder aber man macht eine Radiojodtherapie, die im Prinzip durch Bestrahlung des Schilddrüsengewebe kaputt macht, beziehungsweise man kann auch diese schilddrüsenfunktionshemmenden Medikamente dauerhaft geben, wobei man das in der Regel nicht unbedingt macht, weil die auch Nebenwirkungen haben können. Und wenn eben eine sogenannte Remission auftritt, also ein Ausbleiben des Wiederaufflammens der Erkrankung, dann kann man sozusagen tatsächlich das einfach regelmäßig kontrollieren, um sicherzustellen, dass die Erkrankung im weiteren Lebensverlauf nicht wieder auftritt. Das heißt, zusammenfassend kann man sagen, wann muss denn normalerweise überhaupt operiert werden? Sie haben, glaube ich, auch schon aus den Ausführungen von Frau Kocianka mitgenommen, dass Operationen zum Glück, muss man sagen, nur sehr selten erforderlich sind für die betroffenen Patienten. Das heißt, man operiert in der Regel eine fortgeschrittene Struma, bei der der Patient eben ganz klare Beschwerden hat, wie Atemnot, Luftnot bei Belastung oder eben Schluckbeschwerden. Dann operiert man Patienten, bei denen ein Tumorverdacht besteht, den man nicht durch andere Möglichkeiten irgendwie ausräumen kann. Das sind dann halt Patienten mit kalten Knoten. Und man operiert Patienten, bei denen ganz klar ein Tumor nachgewiesen ist. Und alle anderen, zum Beispiel der Morbus Basedow, lassen sich in der Regel auch ohne eine Operation behandeln und werden nur in seltenen Fällen operiert. Das heißt aber auch, das Geschäft des Chirurgen konzentriert sich vornehmlich auf die Struma, weil die eben sehr häufig ist. Und der Tumorverdacht und der Tumor sind tatsächlich wesentlich seltener in Erscheinung tretend, einfach weil diese Krankheitsbilder deutlich seltener sind. Was passiert jetzt bei so einer Operation? Bei so einer Operation wird natürlich der erkrankte Schilddrüsenteil entfernt, entweder die halbe Schilddrüse oder die ganze Schilddrüse. Man kann auch einzelne Knoten aus der Schilddrüse ausschälen. Jetzt muss man wissen, dass, um ein bisschen auszuholen, der Stimmbandnerv, und da gibt es eben zwei, einen, der praktisch von oben kommt und hier in den Kehlkopf oder die Kehlkopfmuskulatur versorgt und einen zweiten Stimmbandnerv, der praktisch hier von unten kommend die Kehlkopfmuskulatur versorgt, dass die sehr nah an der Schilddrüse entlanglaufen. Das heißt, man muss bei so einer Operation ganz genau darauf achten, dass diese Stimmbandnerven erhalten bleiben und auch ihre Funktion erhalten, damit der betreffende Patient nach der Operation auch wieder sprechen kann. Das ist auch der Grund, warum es bei Schilddrüsenerkrankungen, insbesondere bei bösartigen Tumoren, zu Heiserkeit kommen kann. Weil eben sozusagen die Schilddrüse entweder mechanisch oder durch Reinwachsen bei einer sehr großen Größe diese Nerven schädigen kann.
Jetzt ist natürlich die Frage, was mache ich jetzt, um das zu verhindern, beziehungsweise wie kontrolliere ich, ob so eine Funktionsstörung vor oder nach einer Operation vorliegt, indem ich im Prinzip den Patienten zum Hals-Nasen-Ohrenarzt schicke und dann schaue, ob sich die Stimmlippen, die hier von oben praktisch gezeigt sind, das sind die Stimmbänder, was man hier sieht, ob die sich sozusagen beim Sprechen beziehungsweise beim Atmen ohne zu sprechen ganz normal bewegen. Also beim Sprechen schließen die sich normalerweise, damit sie eine Stimme entbilden können. Und wenn eben eine Lähmung auftritt, dann bewegt sich eines dieser Stimmbänder nicht. Und dann ist der Patient, wenn man ihn sprechen hört, klingt es wie eine Heiserkeit, die jemand hat. Und wenn die Stimmlippen beidseits gelähmt ist, dann ist das tatsächlich ein sehr großes Problem für den betroffenen Patienten, weil Sie sehen schon, die Öffnung zum Luftholen ist hier deutlich kleiner bei einer beidseitigen Stimmbandlähmung im Vergleich zu dem Patienten, der das nicht hat. Das heißt, man hat oft eine Situation, wo der Betreffende schon ohne sich anzustrengen, Atemnot hat. Und der kann dann in der Regel auch nicht mehr richtig sprechen, weil hierzu eine kleine Lücke in den Stimmbändern erforderlich ist, die nicht auftreten kann, wenn die Stimmlippen ganz gelähmt sind. Das heißt, hier kann es tatsächlich passieren, dass ein Patient einen Luftröhrenschnitt braucht bei einer beidseitigen Stimmbandlähmung, um sozusagen überhaupt normal atmen zu können. Das heißt, Sie können sich vorstellen, dass bei einer beidseitigen Schilddrüsenoperation eine Situation, wo beide Stimmlippen gelähmt sind, natürlich unter allen Umständen verhindert werden muss. Der Fokus in der Schilddrüsenchirurgie für den operierenden Chirurgen ist auch ganz klar die Frage, wie kann ich verhindern, dass sozusagen, oder wie kann ich sicherstellen, dass die Stimmbandnerven im Rahmen der Operation keinen Schaden nehmen. Die zweite Sache, das sieht man hier auch nochmal, die Stimmbandnerven hier gelb eingezeichnet und hier nochmal diese vier Nebenschilddrüsen und auch die sollen während der Operation der Schilddrüse erhalten bleiben. Warum das so ist, das werden Sie wahrscheinlich jetzt dann im nächsten Vortrag von meinem folgenden Referenten hören. Und was mache ich jetzt, um zu verhindern, dass ich sozusagen hier Schäden verursache als operierender Chirurg? Man verwendet während der Operation ein sogenanntes Neuromonitoring. Das heißt, es gibt im Prinzip an den Stimmbandmuskeln einen Anteil, man bringt da einen Sensor ein, der nach der Operation dann auch wieder entfernt wird, über den man sozusagen die Aktivität dieser Muskeln messen kann. Und dann kann man mit einer Elektrode diese Stimmbandnerven hier stimulieren, da wird ein kleiner Stromimpuls abgegeben und dann hier an der Muskulatur messen, ob der ankommt. Das heißt, man misst dann hier so ein Neuromonitoring-Signal. Das sieht jetzt furchtbar kompliziert aus, funktioniert aber eigentlich ganz einfach so, wie wenn man zu Hause prüfen will, ob ein Stromkabel noch ganz ist. Da muss ich halt an der einen Seite eine kleine Spannung anlegen und an der anderen Seite messen und gucken, ob die da auch ankommt. Und dann weiß ich, dass das sozusagen das Kabel in Ordnung ist. Und so ähnlich funktioniert so ein Neuromonitoring. Das heißt, während einer Schilddrüsenoperation findet entweder dauerhaft, also während der ganzen Operation kontinuierlich oder aber sozusagen in sehr engmaschigen Abständen während der Operation so ein Neuromonitoring statt, wo der operierende Chirurg überprüft, ob der Nerv seine Funktion weiter behalten hat. Man sucht natürlich auch ganz aktiv als Chirurg diesen Nerven und stellt den dann so im Verlauf dar, dass man sichergestellt hat, dass der vollständig intakt geblieben ist. Die zweite Sache ist, Schilddrüsenchirurgie ist nach meinem Dafürhalten ganz klar Mikrochirurgie. Sie sehen hier das Bild einer Lupenbrille. Das heißt, man führt diese Eingriffe in der Regel immer mit einer Lupenbrille durch, weil die es eben erlaubt, bis zu 4- bis 6-fach vergrößerte Bilder während der Operation wahrzunehmen, was es einem ermöglicht, eben sehr, sehr fein zu arbeiten, weil man viele Dinge, auch kleine Dinge, natürlich sehr genau erkennen kann. Und so ein Nerv hat einen Durchmesser von ungefähr 1 bis 2 Millimetern. Das heißt, Sie sehen den natürlich mit der Lupenbrille in 5-facher Vergrößerung deutlich besser, als wenn Sie den sozusagen versuchen, ohne Lupenbrille zu sehen. Ja, und damit bin ich im Prinzip schon am Ende meines Vortrags angekommen. Danke ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und möchte an meinen nächsten Folgereferenten übergeben, den Oberarzt Glatz aus meiner Klinik, der jetzt Ihnen was zum Thema Nebenschilddrüsenerkrankungen berichten wird. Ja, vielen Dank, Professor Bausch, für die Möglichkeit, hier diesen Vortrag zu halten. Ich darf versprechen, es wird jetzt nochmal spannend, weil wir einfach ein ganz anderes Thema haben. Die Nebenschilddrüse liegt zwar neben der Schilddrüse, hat aber damit eigentlich nicht besonders viel zu tun. Es ist dennoch sehr relevant, sich mit der Nebenschilddrüse auszukennen, wenn man Chirurgie betreibt am Hals und natürlich auch, wenn man als Patient betroffen ist, sowohl von Schilddrüsenerkrankungen als auch von anderen Erkrankungen am Hals. Und ich hoffe, das kann ich hier ein bisschen darstellen.
wie bin ich überhaupt dazu gekommen, mich mit Nebenschilddrüsen zu beschäftigen? Ich war lange Jahre tätig am Transplantationszentrum in Freiburg. Dort haben wir über 100 Nierentransplantationen pro Jahr gemacht. Und wir werden gleich sehen, dass Erkrankungen der Niere und Erkrankungen der Nebenschilddrüse, die gehen häufig einher. Also Erkrankungen der Niere, Erkrankungen der Nebenschilddrüse gehen einher. Das werden wir gleich sehen, warum das so ist. Und hier am Marienhospital haben wir eben dafür auch optimale Voraussetzungen für die Behandlung dieser Patienten, die sehr häufig interdisziplinär arbeiten müssen mit der großen Nephrologie, die wir hier haben an der Ruhr-Universität und eben auch der angesiedelten Nuklearmedizin. Ich werde meinen Vortrag gliedern, kurz was zur Anatomie der Halsregion, das haben wir schon gehört, dann was zu den Aufgaben der Nebenschilddrüse, zum Schluss was zu den Erkrankungen, den operativen Therapieprinzipien. Die Anatomie des Halses, Schilddrüse haben wir jetzt heute mehrfach gesehen, die liegt zentral auf der Luftröhre auf, am Kehlkopf, hat so kleine Lappen, die nach oben und unten gehen und die Nebenschilddrüsen liegen genau dahinter, und zwar oben links eine, oben rechts eine und dann unten eben korrespondierend. Es gibt meistens 4 Stück davon, meistens sage ich bewusst, weil es manchmal auch mehr sind. So eine Nebenschilddrüse, die wiegt 30 Milligramm, ist 3 Millimeter groß. Zum Vergleich, ein Reiskorn wiegt 65 Milligramm, ist 5 Millimeter groß, also doppelt so groß. Ja. Die Nebenschilddrüse liegt eingekesselt zwischen der Speiseröhre, zwischen der Luftröhre, der Schilddrüse und den Stimmbandnerven. Das ist anatomisch eben eine sehr prekäre Lage, wie wir eben schon gehört haben. Wichtig zu wissen ist, dass es nicht immer 4 Nebenschilddrüsen gibt. Manchmal gibt es auch 5 und die haben relativ häufig Lagevarianten. Also klassischerweise findet man die immer an diesen von mir genannten Stellen. Aber relativ häufig können die auch davon abweichen. Dann sind die ein bisschen höher, ein bisschen weiter links, ein bisschen tiefer oder liegen ganz woanders, manchmal sogar im Brustkorb. Sodass man sich vorstellen kann, bei einer Größe von einem Reiskorn oder kleiner sind die nicht immer ganz einfach zu finden. Was machen Nebenschilddrüsen? Die haben mit der Schilddrüsenfunktion an sich gar nichts zu tun. Die produzieren ein eigenes Hormon, das sogenannte Parathormon. Das Parathormon ist der entscheidende Faktor, der das Calcium-Gleichgewicht im Körper steuert. Da gibt es noch 2 weitere Hormone, die machen das so ein bisschen mit. Das Calcitonin, das Vitamin D, gehe ich gleich darauf ein, was die machen. Parathormon selber erhöht den Calciumspiegel im Blut. Wenn das Calcium zu niedrig ist, wird Parathormon ausgeschüttet, Calcium steigt. Wie macht das Parathormon das? Es wirkt auf 3 wesentliche Organe, auf den Knochen. Da ist viel Calcium drin, das wissen wir alle. Wenn Parathormon da vorbeikommt, wird Calcium freigesetzt. Es wirkt auf die Niere und sorgt dafür, dass Calcium nicht ausgeschieden wird, sondern zurückgehalten wird. Und es wirkt auf den Darm und sorgt dafür, dass dort vermehrt Calcium aufgenommen wird. Das sind die 3 wesentlichen Organe. Ganz kurz zu diesen anderen Hormonen, die ich gerade genannt habe, Calcitonin. Das wird nun tatsächlich in der Schilddrüse produziert, in ganz speziellen Zellen und ist der Antagonist zum Parathormon. Die bekämpfen sich sozusagen. Mehr Calcitonin senkt den Calciumspiegel, mehr Parathormon erhöht den Calciumspiegel. Und das Vitamin D, das kennen wir alle, ist immer so in aller Munde, für alle möglichen Krankheitszustände wird es verantwortlich gemacht, aber im Endeffekt ist es ein Unterstützer des Parathormons, sorgt dafür, dass Calcium im Darm überhaupt resorbiert werden kann. Wenn Sie kein Vitamin D haben, dann können Sie, auch wenn Sie ganz viel Parathormon haben, kein Calcium resorbieren. Und was wir, glaube ich, alle schon mal so gehört haben, Vitamin D ist immer sonnenlichtabhängig. Ja, also wenn Sie nicht in die Sonne gehen und immer nur im Zimmer sitzen, dann können Sie kein Vitamin D bilden, dann müssen Sie das als Tabletten auch zu sich nehmen. Das machen sehr viele heutzutage, diese Vitamin D-Tabletten zu nehmen. Die gibt es in der Apotheke, teilweise im Supermarkt. Die Sinnhaftigkeit bei Patienten, die keinen nachgewiesenen Vitamin D-Mangel haben, möchte ich mal in Frage stellen. Es wird halt immer so verantwortlich gemacht für viele unspezifische Immundefekte, Muskelstörungen und so weiter. Aber das muss man, denke ich, in jedem Fall ärztlich abklären lassen, wenn man meint, man hätte einen Vitamin D-Mangel. Jetzt habe ich so ein bisschen komplizierte Grafik, wo man mal diesen Regulationsmechanismus sehen kann. Also wir haben auf der einen Seite das Parathormon, auf der anderen Seite das Calcitonin. Die wirken entgegen, das haben wir schon gesagt. Und immer wenn das Calcium im Blut zu niedrig ist, dann wirkt es auf die Nebenschilddrüsen. Die haben so Rezeptoren dafür, die stellen das fest und schütten dann Parathormon aus. Und dieses Parathormon wandert dann eben ins Blut, geht in Knochen,
in die Niere und in den Darm und macht dort diese Effekte, die wir gesagt haben. Das ist wieder so ein selbstregulierender Mechanismus, wie bei der Schilddrüse auch. Es gibt es sehr häufig im menschlichen Körper. Das funktioniert eben so lange gut, solange dort keine Störungen auftreten. Damit kommen wir dann auch schon zur ersten Erkrankung der Nebenschilddrüse, der sogenannte Hyperparathyroidismus. Relativ komplexes Wort. Das bedeutet aber einfach nur, dass zu viel Parathormon im Körper vorhanden ist. Die Ursache ist damit noch gar nicht benannt. Also wir stellen fest, zu viel Parathormon im Körper, dann haben wir einen Hyperparathyroidismus. Da gibt es im Wesentlichen zwei Ursachen, die das machen können. Das eine ist, dass die Nebenschilddrüse selber defekt ist. Ja, und das ist in der Regel ein Tumor, eine Entartung der Nebenschilddrüse. Das ist fast nie bösartig, sondern immer einfach gutartig. Aber die Nebenschilddrüse selber reagiert nicht mehr auf diesen Regulationsmechanismus, sondern die schüttet Parathormon aus, ohne zu schauen, wie hoch das Kalzium ist. Das ist einfach eine Fehlregulation. Und das ist die häufigste Ursache für diesen Hyperparathyroidismus. Und wir nennen das dann primären Hyperparathyroidismus, weil die Ursache in dem eigentlichen Organ der Nebenschilddrüse zu suchen ist. Ja, hier steht Karzinom, lass mich davon nicht verwirren. Es gibt manchmal Karzinome, die machen das. In der Regel gutartige Tumoren. Und die zweite Ursache ist, dass eine Fehlregulation generell besteht. Die Nebenschilddrüse selber hat keinen Fehler, in Anführungsstrichen, sondern der Fehler liegt in einem der anderen Organe, die an der Calciumregulation beteiligt sind. Also meistens ist das die Niere. Dann haben wir einfach eine Mehrsekretion von Parathormon als Reaktion auf das Ungleichgewicht des Calciums im Blut. Und das nennen wir dann sekundären Hyperparathyroidismus. Und was dann passiert, ist, dass die Nebenschilddrüse mehr Parathormon produziert. Die wird dann auch größer, nicht nur eine, sondern alle vier gleichmäßig. Wir nennen das Hyperplasie. Das ist eine Reaktion auf einen anderen Zustand. Komme ich dann gleich nochmal genau drauf, wann das passiert. Erstmal das für den Chirurgen einfachere und dankbare Krankheitsbild, der primäre Hyperparathyroidismus. Warum Patienten das kriegen, wie bei allen Krebsarten, wissen wir im Endeffekt nicht. Es gibt keine Faktoren, die in irgendeiner Art und Weise dafür prädisponieren, können keine Ursache benennen. Das ist gar nicht so selten. Also 4 von 1.000 Bundesbürgern sind davon betroffen. Deutlich häufiger Frauen, etwa im Verhältnis 3:1 und das in der Regel in fortgeschrittenerem Alter. Und fast immer, so zu 80%, ist es wirklich ein Nebenschilddrüsenadenom, was dieses Problem verursacht. Selten, meistens eher bei familiären Erkrankungen, gibt es mehrere Adenome, also 2 oder 3 Nebenschilddrüsen, die gleichzeitig entarten und diese Probleme machen. Wie gesagt, super, super, super selten. Ich persönlich habe das noch nie gesehen, ein Karzinom der Nebenschilddrüse, dieses Problem macht. Dann haben wir dieses kleine, normalerweise Reiskorn, große Organ, was dann plötzlich auf die 10-fache Größe anwächst. Hier 3 Zentimeter groß, gibt es auch noch größer. Was macht das für Symptome? Der Hauptsymptomkomplex ist verursacht durch die Hyperkalzämie. Wir haben zu viel Kalzium im Blut. Und das führt zu verschiedenen Symptomen. Nierensteine können entstehen, das Kalzium fällt da aus. Im Bereich der Nierenbecken, sie bekommen Nierensteine, Nierenschmerzen. Es kann aber auch bis hin zum Nierenversagen gehen. Ganz typisch sind so unspezifische Magen-Darm-Probleme, aber teilweise auch richtige Magengeschwüre. Und dann macht Hyperkalzämie so ganz unspezifische neuromuskuläre Probleme, Muskelschmerzen, Krämpfe und tatsächlich auch psychische Veränderungen, Depressionen bis hin zur Schizophrenie können durch die Hyperkalzämie ausgelöst werden. Da muss man immer dran denken. Und als letztes und wichtigstes Symptom eigentlich, vor allem langfristig betrachtet, ist es die Osteoporose. Hat mit der Hyperkalzämie nichts zu tun, aber durch die permanente Parathormonwirkung auf den Knochen wird immer mehr Kalzium aus dem Knochen freigesetzt. Der Knochen wird ganz brüchig und spröde. Und wenn man Pech hat, das führt erstmal zu Knochenschmerzen häufig, wenn man Pech hat, führt es dann eben auch zu Knochenbrüchen, einfach dadurch, dass der Knochen so brüchig ist. Wenn man einen Hyperparathyroidismus feststellen will, oder häufig wird er überhaupt erst festgestellt durch eine Blutentnahme, vorher war vielleicht gar nicht so viele Symptome vorhanden. Was häufig beim Hausarzt so mitgemessen wird, ist das Kalzium. Wenn das erhöht ist, heißt es nicht automatisch, dass man
einen Hyperparathyroidismus hat, sondern man muss dazu das Parathormon messen, und das ist was, was beim Hausarzt sicherlich nicht routinemäßig gemacht wird, sondern dann spezifisch nochmal angefordert wird, muss man nochmal hingehen, ist relativ teuer. Wenn dann das Parathormon erhöht ist und das Kalzium erhöht ist, dann hat man einen primären Hyperparathyroidismus und dann ist die Ursache wahrscheinlich ein Adenom der Nebenschilddrüse. Und differenzialdiagnostisch, wenn nur das Kalzium hoch ist, Parathormon aber normal oder vielleicht sogar erniedrigt, dann ist eine andere Ursache für die Hyperkalzämie. Da muss man eben weiter gucken, woher kann das kommen. Patienten und Medizinern, Studenten ist immer sehr wichtig, man muss eine klinische Untersuchung machen. Wir untersuchen den Hals. Natürlich machen wir das, aber bei der Nebenschilddrüse ist es im Endeffekt nicht notwendig und es bringt auch nichts. Sie werden, wenn Sie eine Nebenschilddrüsenvergrößerung haben, am Hals nichts feststellen können. Das sieht man nicht von außen, man kann auch nichts tasten. Die Nebenschilddrüse liegt zwischen Wirbelsäule und Schilddrüse, das merken Sie nicht. Gut feststellen kann man es in der Regel im Ultraschall. Ja, ich zeige mal das nächste Bild gleich, da sieht man es eigentlich am besten. Also wir haben hier die Luftröhre, dahinter die Wirbelsäule und dieses gleichmäßige Gewebe da drauf, das ist die Schilddrüse. Na, hier haben Sie Gefäße, die sind so dunkel. Und dann sehen Sie hier diese Stelle, die da nicht hingehört, diesen dunklen Fleck. Das ist eine vergrößerte Nebenschilddrüse, die ist hier 1 Zentimeter groß. Das ist also noch nicht mal besonders groß, aber man sieht, das sieht man eigentlich ganz wunderbar. Ultraschall ist sicherlich eine sehr gute Methode, um ein Nebenschilddrüsenadenom zu finden. Wir würden aber in der Regel dann noch in Kooperation mit Frau Dr. Kozianka hier in der Klinik oder in einer anderen Nuklearmedizin eine Nebenschilddrüsen-Szintigraphie durchführen, einfach um ganz sicher zu sein, dass nur eine Nebenschilddrüse betroffen ist. Das ist jetzt etwas schwierig zu interpretieren, dieses Bild. Man sieht hier das Gehirn, das Herz hat so ein bisschen eine Mehranreicherung von diesem speziellen Jod, was da gegeben wird. Und wir sehen das auch hier in der Schilddrüse angereichert. Und wir sehen hier diesen dunklen Fleck im Brustkorb. Das ist eben auch eine Nebenschilddrüse, hatte ich gesagt am Anfang. Die kann manchmal dort tatsächlich so tief im Brustkorb liegen und führt hier zu einer Anreicherung. Und das ist halt wichtig, um auszuschließen, dass wirklich nur eine Nebenschilddrüse betroffen ist oder um festzustellen, wo die genau liegt. Weil je besser wir das vor der Operation wissen, desto sicherer können wir natürlich operieren und Patienten auch behandeln. Erstmal zum primären Hyperparathyroidismus. Jetzt wird es noch viel komplizierter. Ich glaube, da gibt es auch gar nicht so viele Mediziner, die sich mit diesem Bereich besonders gut auskennen. Der sekundäre Hyperparathyroidismus. Und da haben wir jetzt wirklich ganz oberflächlich nur drauf eingehen. Das ist eine Überproduktion von Parathormon, also eine Überfunktion der Nebenschilddrüse als Reaktion auf zu wenig Kalzium im Blut. Ja, und zu wenig Kalzium im Blut hat man meistens aufgrund von zwei Zuständen. Der häufigste Zustand ist eine Funktionsstörung der Niere. Es sind vor allem Patienten, die an der Dialyse sind, aber auch Patienten, die eine Nierenfunktionseinschränkung haben und noch nicht an der Dialyse sein müssen. Auch die haben häufig viel zu viel Kalziumverlust über die Niere und dementsprechend viel zu hohes Parathormon im Blut. Andere Patienten, die das betreffen kann, sind Patienten mit Malabsorptionsstörungen, also Darmerkrankungen, zum Beispiel chronisch entzündliche Darmerkrankungen, Morbus Crohn oder Zustand nach irgendwelchen komplizierten Darmoperationen. Da kann es dazu führen, dass zu wenig Kalzium einfach aufgenommen wird und dann eben auch zu wenig Kalzium im Körper vorhanden ist. Und hier ist es jetzt ein bisschen anders, wenn Sie Blut abnehmen. Dann sehen Sie, das Kalzium ist gar nicht erhöht. Kann es ja auch nicht sein. Ja, wir haben zu wenig Kalzium oder es ist vielleicht normal durch die Regulation, aber das Parathormon ist deutlich erhöht. Und das ist ein sekundärer Hyperparathyroidismus. Gibt es auch nicht viele andere Zustände, die so aussehen. Wenn wir an die also an die Symptome denken von dieser Erkrankung, da denken wir nochmal an den primären Hyperpara zurück. Da haben wir gesagt, die meisten Symptome werden durch die Hyperkalzämie verursacht. Und die haben wir ja hier gar nicht. Ja? Also die Patienten haben relativ wenig Symptome. Und das Hauptproblem ist, ich sage das jetzt mal, die Osteoporose. Man nennt die dann anders, man nennt die dann renale Osteopathie oder Osteomalazie oder sowas. Aber es ist das Gleiche. Der Knochen löst sich auf, die Knochen werden brüchig. Und das ist langfristig ein riesiges Problem für die Patienten, sodass man auch hier behandeln muss, auf jeden Fall.
Beim sekundären Hyperpara ist es so, dass man erstmal medikamentös behandelt. Darauf will ich jetzt nicht weiter eingehen. Das macht der Nephrologe, das macht der Internist mit den betroffenen Patienten sowieso immer, bevor er sie zum Chirurgen überhaupt schickt. Beim primären Hyperpara kann man zwar versuchen, medikamentös zu behandeln, aber es macht relativ wenig Sinn und es bringt auch keine guten Ergebnisse. Und da ist die Operation ein sehr probates, sicheres und eine einfache Methode, um dieses Problem zu beheben. Man muss das Adenom finden. Dafür ist es optimal, wenn man es vorher weiß, wo es ist. Also man macht Ultraschall, man macht die Szintigraphie, weiß dann, wo das Adenom ist, macht einen kleinen Schnitt am Hals, sucht es auf und entfernt es. Das ist tatsächlich in vielen Fällen sehr einfach zu machen. Operationszeiten unter einer Stunde. Beim sekundären Hyperparathyroidismus ist es nicht so. Da ist erstmal die Frage, wie ist die Indikation zu stellen? Ist es wirklich notwendig oder kann man es medikamentös doch noch behandeln? Wie ist die Prognose der Erkrankung? Geht die vielleicht von alleine wieder weg, die Nierenerkrankung, oder wird die immer schlimmer werden? Das besprechen wir also immer mit dem Internisten zusammen, mit dem Nephrologen, dann mit dem Nuklearmediziner auch. Und wenn man sich dann entscheidet zu operieren, dann muss man alle vier Nebenschilddrüsen entfernen. Dafür muss man die erstmal finden, was nicht so ganz einfach ist, wie ich schon geschildert habe. Und was wir dann in der Regel machen, ist, dass wir einen kleinen Anteil so einer Nebenschilddrüse in den Unterarm transplantieren. Man kann das theoretisch auch am Hals belassen, aber wir machen es in der Regel in den Unterarm, weil man dort eine bessere Kontrolle hat. Man kann nicht oder man sollte nicht alle vier Nebenschilddrüsen entfernen, weil dann hat der Körper gar kein Parathormon mehr und gar keinen Regulationsmechanismus mehr für das Kalzium. Also man muss immer einen kleinen Teil belassen. Wenn wir operieren, das war bei der Schilddrüse auch schon, ist es ganz wichtig, dass wir intraoperativ unser Ergebnis kontrollieren. Parathormon messen wir intraoperativ. Das bedeutet, wenn wir die Nebenschilddrüse entfernt haben, messen wir das Parathormon, bevor wir die Operation beenden, um sicherzugehen, dass wir auch tatsächlich das Adenom entfernt haben und es nicht noch ein zweites gibt oder man Anteile drin gelassen hat. Wir operieren immer mikrochirurgisch. Wenn Sie ein Reiskorn operieren wollen, brauchen Sie eine Lupenbrille, das ist ganz klar. Wir kontrollieren immer die Stimmbandnerven intraoperativ, um eine Verletzung auszuschließen. Und ganz wichtig ist, dass die Patienten nach einer Nebenschilddrüsenoperation nachgesorgt werden. Die brauchen Kalziumsubstitution nach der Operation, weil sie haben jetzt jahrelang zu wenig Kalzium im Knochen gehabt. Die Kalziumspeicher des Körpers sind einfach aufgebraucht und das müssen Sie nach der Operation unbedingt wieder auffüllen. So, ich habe jetzt ganz kurz, wer das nicht so gut ab kann, wer kein Blut sehen kann, muss einmal kurz wegschauen. Ich habe ein Bild im Wesentlichen aus der Operation, damit Sie einmal sehen können, wie das aussieht. Das ist, glaube ich, nicht so ganz einfach zu verstehen. Sie schauen hier in den Hals, Sie haben hier noch die Haut. Hier ist die Schilddrüse nach oben geklappt. Die Nebenschilddrüsen liegen ja unter der Schilddrüse, haben wir gesagt. Hier hinten ist die Wirbelsäule. Da ist die Luftröhre. Und Sie sehen hier schon die entscheidende Struktur, den Stimmbandnerv. Der läuft hier, ist relativ langstreckig schon freigelegt. Und dann haben Sie hier die untere Nebenschilddrüse und hier die obere Nebenschilddrüse. Die kleben gerne an der Schilddrüse dran. Da ist relativ wenig Platz dazwischen, sodass Sie hier jetzt schon beide gefunden haben und die dann, wenn Sie an der Schilddrüse operieren, drin lassen können, an der Nebenschilddrüse natürlich rausmachen. So ein ganz kleiner Schnitt am Hals, den man macht in der Regel zwischen den zwei geraden Halsmuskeln. Und hier habe ich nur einmal so exemplarisch gezeigt, wenn wir bei einem sekundären Hyperparathyroidismus eine Nebenschilddrüse transplantieren, dann ist das keine komplexe Transplantation. Wir nähen keine Gefäße wieder zusammen oder irgendwas, dafür ist viel zu klein, sondern die Nebenschilddrüse wird ganz klein zerkleinert und wird dann einfach in ein gut durchblutetes Gewebe, wie den Muskel zum Beispiel am Unterarm oder man kann auch einen Muskel am Hals nehmen, verpflanzt, wächst dort wieder an, wird durchblutet aus der Umgebung und hat dann eine normale Funktion. So, jetzt noch ganz zum Schluss, ein bisschen Zeit habe ich, glaube ich, noch. Ganz zum Schluss wollte ich einmal eingehen auf die Unterfunktion der Nebenschilddrüse. Das ist keine Erkrankung, die wir chirurgisch behandeln können. Und es ist eigentlich auch eine sehr seltene Erkrankung. Also eine Unterfunktion der Nebenschilddrüse, ein Hyperparathyroidismus. Wenn Sie da wieder Ihre Blutentnahme machen, stellen Sie fest, zu wenig Parathormon im Blut und zu wenig Kalzium im Blut. Und da muss man sagen, das ist fast nur vorkommt als Folge eines ärztlichen Eingriffes und fast immer als Folge
einer Schilddrüsenoperation. Da haben wir ja eben schon gesehen, die Nebenschilddrüsen sind da einfach in Gefahr bei der Schilddrüsenoperation. Sie müssen sehr gut aufpassen, dass sie nicht alle vier Nebenschilddrüsen entfernen. Wenn man eine entfernt, dann macht das bei einem Gesunden gar nichts. Aber wenn man alle vier entfernt, dann führt es zu einer Unterfunktion und das führt dann zu einem erniedrigten Kalziumspiegel im Blut. Wenn Sie an der Schilddrüse operiert worden und das passiert, dann ist es fast immer vorübergehend. Es passiert eigentlich nicht, dass alle vier Nebenschilddrüsen entfernt werden. Dann ist vielleicht eine etwas weniger durchblutet und braucht etwas länger Zeit, um ihre Funktion wieder aufzunehmen. Oder es wurde vielleicht autotransplantiert, so nennen wir das. Wenn wir eine Nebenschilddrüse akzidentiell entfernt haben, dann machen wir die zurück in die gerade Halsmuskulatur. Dann braucht die ein bisschen Zeit, um wieder zu funktionieren. Das heißt, meistens geht es vorbei. Symptome, da klären wir auch jeden Patienten auf, der an der Schilddrüse operiert wird. Es beginnt in der Regel mit so einem Kribbeln in den Fingern. Es kribbelt gerne an den Lippen. Wenn man dann kein Kalzium einnimmt, sondern den Zustand, also einfach abwartet und der Zustand voranschreitet, dann kann es zu schmerzhaften Muskelkrämpfen führen, zu so richtigen Fehlstellungen der Hände durch die Muskelkrämpfe, nicht durch irgendwas, was bleibt. Das geht dann wieder weg. Und ich so ein ganz gutes Beispiel dafür, das haben vielleicht viele schon mal gehört, vielleicht sogar schon mal gesehen, wenn man eine Panikattacke hat, ja, dann ist es ja so, dass die Leute, die eine Panikattacke haben, die atmen viel zu schnell, viel zu tief und viel zu heftig. Und das führt über einen sehr komplexen Mechanismus im Körper dazu, dass zu wenig Kalzium im Blut ist. Ja, das Kalzium wird dann gebunden und ist nicht mehr vorhanden. Und das macht genau die Symptome von der Hypokalzämie, von dem Hyperparathyroidismus, so kann man sich das vorstellen. Es führt klassischerweise zu der hier gezeigten Verkrampfung in den Händen. Und die Leute liegen dann ja häufig am Boden, werden so vielleicht sogar kurz bewusstlos. Ich als langjährig gefahrener Notarzt habe das sehr, sehr häufig gesehen. Es ist ein sehr häufiges Krankheitsbild. Sie haben das vielleicht sogar auch schon mal gesehen oder vielleicht sogar schon mal selber erlebt. Und das ist das klassische Symptom einer Hypokalzämie. Und das bekommt man, wenn man zu wenig Parathormon hat. Es ist zum Glück sehr einfach zu behandeln. Man nimmt Kalzium ein. Wenn man jetzt eine Panikattacke hat und hat es deswegen, dann nimmt man dieses Rückatmen-Ding. Das kennt, glaube ich, auch immer jeder in Beutel atmen. Das beseitigt das Problem sehr schnell. Das hat alles was mit CO2 zu tun, aber da kann ich jetzt nicht drauf eingehen, das ist zu kompliziert. Zu wenig Zeit, sagen wir mal so. Aber wenn Sie das haben, weil Sie einen Hypoparathyroidismus haben, dann müssen Sie Calciumtabletten einnehmen. Ja, und das regelmäßig, damit diese Zustände gar nicht erst auftreten. Und damit kann man das Problem sehr gut beheben. Gut, ich denke, das ist relativ viel Inhalt gewesen für kurze Zeit. Und dann lassen wir uns jetzt noch ein bisschen Zeit, das Ganze mit Fragen zu klären. Ich fasse noch einmal zusammen. Wenn Sie eine Störung im Kalziumstoffwechsel haben, dann hängt es ganz häufig zusammen mit Erkrankungen der Nebenschilddrüsen. Die Symptome sind meistens unspezifisch. Das dauert lange, bis es überhaupt festgestellt wird. Das sind klassische Sachen wie bei der Schilddrüse auch. Sie fühlen sich abgeschlagen, sie haben Muskelschmerzen. Und dann fällt vielleicht noch die Osteoporose dazu auf. Das ist langfristig das Problem an dieser Erkrankung. Wenn man es operiert, dann hat man sehr gute Chancen auf Heilung dieser Erkrankung. Es ist ein geringes Risiko nach der Operation, wenn es richtig gemacht wird. Es erfordert allerdings relativ viel Erfahrung, weil die Erkrankungen der Nebenschilddrüse nicht so häufig sind und die Operation sich doch deutlich unterscheidet von Schilddrüsenoperationen und man braucht die vernünftige technische Ausstattung, was wir gezeigt haben im Krankenhaus, um das zu machen. Vielen Dank. Ja, ganz herzlichen Dank. Wir haben sehr interessierte Zuschauer, beziehungsweise Sie haben so fesselnd berichtet, dass alle Zuschauer bis zum Ende dabei geblieben sind. Bisher sind Sie allerdings noch nicht so fragefreudig. Deswegen hier nochmal der Aufruf, wer noch eine Frage an die Experten hat, kann das sehr gerne im Chat machen. Ich lese Ihre Frage dann auch vor und unsere drei Experten freuen sich dann auch, das zu beantworten. Eine Frage haben wir und zwar eine Dame, die seit 41 Jahren eine Schilddrüsenunterfunktion hat, nimmt auch seitdem Medikamente.
Ihr Hausarzt untersucht das durch das Blut und einmal jährlich gibt es einen Ultraschall. Früher hat sie auch immer noch eine Scintigraphie beim Radiologen bekommen. Und da ist jetzt die Frage, ist das nicht mehr nötig oder ab wann ist es nötig? Ja, Frau Kurz-Janka ist, glaube ich, die genau. Frage. Ich würde mich schon freiwillig melden. Genau, ich denke, das ist eine gute Frage für mich. Es ist so, dass früher die Indikation, sagen wir ja, also wenn es auch die medizinische Fachwelt für sinnvoll erachtet, dass eine bestimmte Untersuchung durchgeführt wird, wenn also eine Indikation für eine bestimmte Untersuchung gestellt wird, die wurde früher großzügiger gestellt. Bei Unterfunktionen ist es tatsächlich normalerweise nicht unbedingt notwendig, dass man eine Scintigraphie durchführt. Das würde ich nur empfehlen, wenn dann neben der Unterfunktion auch noch Knoten auftreten. Das ist nicht ganz selten, deswegen kann ich doch von, also ich habe einen nicht unbeträchtlichen Pool an Patienten, die eine Unterfunktion haben und die auch immer mal wieder eine Scintigraphie von mir bekommen. Aber das würde ich nur machen, wenn Knoten über 1 Zentimeter vorliegen. Dann macht das durchaus mal Sinn. Muss man allerdings auch so ein bisschen beachten. Also die Leitlinien empfehlen normalerweise, dass man eine Scintigraphie optimalerweise ohne Einnahme von L-Thyroxin durchführt, gerade bei der Unterfunktion. Meistens nimmt man ja auch schon Dosierungen, die ja so ein bisschen höher sind. Das kann in der Scintigraphie immer dazu führen, dass man die Schilddrüse kaum sieht. Also je mehr L-Thyroxin man einnimmt und je langjähriger eine Unterfunktion besteht, desto wahrscheinlicher ist, dass man da nur ein sehr flaues Bild womöglich von der Schilddrüse bekommt. Wenn man jetzt einen Knoten hätte, dann wäre das schon der sichere Ausschluss, dass sich da irgendein überfunktionierender Knoten bildet. Tatsächlich gibt es diese etwas seltsame Kombination auch ab und zu. Führt dann häufig nicht dazu, dass der überfunktionierende Knoten jemals behandelt werden muss, weil ja eh die Unterfunktion dominiert und man sogar L-Thyroxin noch zusätzlich als Tablette einnehmen muss. Aber es kann vielleicht manchmal auch erklären, warum es vielleicht seltsame Schwankungen im L-Thyroxin-Bedarf oder so gibt. Also es ist mal ganz gut zu wissen. Also es gibt Situationen, wo das Sinn machen kann, aber wenn sie jetzt lange keine Untersuchung mehr bekommen hat, dann wird das wahrscheinlich daran liegen, dass im Ultraschall nichts Besonderes aufgefallen ist. Und das ist dann auch richtig so. Ja, herzlichen Dank. Dann machen wir direkt weiter. Jetzt sind noch ein paar Fragen reingekommen. Hat Cortison Einfluss auf das Wachstum eines kalten Knotens? Soll ich das auch? Können Sie gerne auch beantworten, wenn Sie möchten. Ja, also sagen wir mal so, keinen unmittelbaren. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass jetzt ein kalter Knoten durch Cortisoneinnahme, also bitte belehren Sie mich, meine chirurgischen Kollegen, wenn Sie das anders sehen, aber also mir ist keine Studie bekannt, wo jemals rausgekommen wäre, dass unter Cortisoneinnahme eine signifikante Größenzunahme von kalten Knoten stattgefunden hätte. Also das würde ich so mit Nein beantworten. Man muss eigentlich keine Sorgen noch machen. Man muss ja sagen, wenn man jetzt schon einen kalten Knoten hat, wir beobachten die ja immer, aber die nehmen an Größe zu, dann ist das ja eigentlich schon ein klassischer Grund, das zu operieren. Ne? Also das muss man schon sagen. Und dass da was Gutartiges dahinter steckt und eine Zunahme durch Cortison zu beobachten, will, halte ich jetzt für komplett unwahrscheinlich. Dann gibt es noch diverse Fragen zur Ursache und Therapie der Hashimoto-Erkrankung. Da kann ich vielleicht sozusagen zumindest mal ansetzen. Also eine Hashimoto-Erkrankung ist auch eine Entzündung der Schilddrüse, die auch durch Antikörper oder Autoantikörper, also sagen wir mal eine Entzündungsreaktion des Körpers gegen die Schilddrüse gerichtet ist. Anders als beim Morbus Basedow kommt es aber in der Regel bei der Hashimoto-Erkrankung nicht zu einer Schilddrüsenüberfunktion, sondern wenn, dann ist die Schilddrüse eher so, dass die weniger gut arbeitet und eine Unterfunktion hat. Und die muss man dann tatsächlich behandeln. Bei den meisten Autoimmunerkrankungen ist es tatsächlich so, dass man die in ihrer Ursache nicht wirklich behandeln kann, sondern eher sozusagen eben die Folgen dieser Entzündungen dann behandeln muss. Und anders als beim Basedow kommt es bei dem Hashimoto auch in der Regel nicht zu einer Bildung einer Struma, sodass es in der Regel kein Grund ist, irgendwie eine Operation durchzuführen. Es gibt schon ab und zu mal eine Situation, wo man eine Hashimoto-Thyreoiditis operiert, aber das ist also absolut eine absolute Rarität. Ich denke, das werden Sie auch so bestätigen können, Frau Kurz-Janka. Genau, ja, dann unterstreiche ich voll mit. Ich habe hier noch gesehen, Nebenschilddrüse und Hashimoto, also das steht nicht im Zusammenhang. Ja. Die Antikörper bei der Hashimoto-Thyreoiditis sind nicht gegen die Nebenschilddrüse gerichtet und die bleiben intakt.
Dann sage ich vielleicht was zur Frage Radiofrequenzablation bei kalten Knoten. Also ich weiß. Ich würde ihn einmal vielleicht vorlesen, damit alle das hören. Das sehen nämlich alle unsere Zuschauer sonst leider nicht. Das ist der Grund, warum ich sie vorlese. Wenn fachärztlicherseits ein kalter Knoten als unauffällig befunden wird, kann dann eine thermische Destruktion mittels Radiofrequenzablation RFA durchgeführt werden oder ist vorab eine Feinnadelpunktion zwingend erforderlich ratsam? Welche Risiken und Nebenwirkungen gibt es bei der RFA? Wie sind die Erfolgsaussichten? Welche Alternativen gibt es? Vielleicht fange ich mal damit an und dann können mich meine Co-Referenten eventuell ergänzen. Ja. Also ich selber halte sozusagen diese destruktiven Verfahren, bei denen man entweder mit Mikrowellen oder Hitze oder auch Kälte im Prinzip Gewebeareale im Körper zerstört, also nichts anderes ist so eine Radiofrequenzablation, immer für relativ kritisch, weil man letztlich nie genau sagen kann, was man da überhaupt sozusagen kaputt macht. Entsprechend würde ich sagen, dass das im Prinzip zwar funktioniert, aber nicht unkritisch ist, weil man doch immer ein gewisses Restrisiko hat, dass man zum Beispiel einen Tumor übersieht. Deswegen glaube ich schon, dass eine vollständige Abklärung des Knotens auch mittels Histologie eigentlich dafür notwendig sein sollte. Und im Prinzip denke ich, dass sozusagen die nach meinem Dafürhalten richtige Behandlung ist. Wenn der Knoten nicht gutartig ist, dann muss man ihn gar nicht behandeln. Und wenn er bösartig ist oder man es nicht genau weiß, dann ist nach meinem Dafürhalten die korrekte Behandlung eben, dass man das Gewebe entnimmt im Rahmen zum Beispiel einer Operation, um dann sozusagen das vollständig feingeweblich zu untersuchen. Was man schon sagen kann, ist, dass man mit diesen Verfahren Erfolge erzielt. Also die Knoten sind danach in der Regel weg. Aber wenn das wirklich ein Tumor war, ist halt ein Restrisiko da, dass der dann irgendwann an anderer Stelle oder auch an der gleichen Stelle wieder auftaucht. Das heißt, eigentlich ist die klassische Behandlung bei kalten Knoten, die in ihrer, sagen wir mal, Gutartigkeit nicht sicher sind, die, dass man die sozusagen erst durch den Nuklearmediziner vollständig abklärt und dann im Zweifelsfall durch eine Operation entfernt, wenn man nicht sagen kann, ob es wirklich gutartig ist. Vielleicht wollen Sie das noch ergänzen. Ja, ich würde es ganz gerne ergänzen. Es gibt nämlich, also mir fällt in meiner Tätigkeit immer auf, dass die Begrifflichkeit kalter Knoten durchaus unterschiedlich benutzt wird. Also es scheint so zu sein, dass gerade nicht ganz wenige Internisten, / Hausärzte oder auch Allgemeinmediziner kalte Knoten zu einem Knoten sagen, der ja vielleicht keine Veränderung der Laborwerte macht. Wir Nuklearmediziner, wie ich es jetzt eben dargestellt habe, verstehen aber kalte Knoten streng genommen eigentlich als die weniger arbeiten als der Rest des Schilddrüsengewebes, die ja dann eben dieses 5-prozentige Krebsrisiko mit sich bringen. Also der Satz, wenn fachärztlicherseits ein kalter Knoten als unauffällig befunden wird, beinhaltet somit schon einen Gegensatz eigentlich. Also entweder der Knoten ist kalt, dann ist er abklärungsbedürftig und gehört eigentlich feinnadelpunktiert oder mindestens durch eine weitere Untersuchung abgeklärt. Oder er ist unauffällig, dann ist er aber eigentlich nicht kalt. Oder vielleicht dann im Nachverständnis des Allgemeinmediziners, aber nicht nach dem Verständnis, was hier in unserer Runde herrscht und was eigentlich auch die Fachwelt, wenn man sich darauf wenn man sich näher damit beschäftigt, wo sich dann eigentlich die meisten Schilddrüsenspezialisten auch einig sein sollten. Von daher, ich würde bei einem eindeutig kalten Knoten wäre ich vollkommen bei Professor Bausch. Der gehört abgeklärt und wenn da nicht durch eine Feinnadelpunktion oder mindestens durch eine MIBI-Untersuchung ein niedriges Risiko und keine Hinweise auf Krebs festgestellt werden können, dann gehört er eigentlich operiert, muss man so sagen. Eine Radiofrequenzablation, das ist eher so ein bisschen ja, seltenere Methode, muss man einfach sagen, wird nicht so breit angewendet, ist keine klassische Methode, bin ich persönlich auch nicht der wahnsinnige Freund von, aber ich kenne Kollegen, die das sehr gerne anwenden, würde das aber eher auch zum Einsatz bringen bei überfunktionierenden Knoten, wobei ich dann auch, also ich persönlich, vielleicht durch meine Ausbildung, weil ich der Radiofrequenzablation außer bei Leber, also in ganz anderem Zusammenhang, nicht persönlich begegnet bin, wäre ich bei der Schilddrüse eher bei der Radiotherapie oder bei der chirurgischen Therapie, bei der OP. Aber ja, ich will es auch nicht zu lange erhalten, sonst schaffen wir es, glaube ich, nicht mehr. Ne? Aber vielleicht kann ich noch kurz die Frage darüber klären. Kann eine chronische Entzündung der Schilddrüse Folge eines Unfalls sein, Aufprall am Hals? Würde ich platt mit Nein beantworten. Extrem unwahrscheinlich zumindest. Also chronische Entzündung hat meistens eine von einem Aufprall unabhängige Ursache.
Vielleicht was für Herrn Glatz, ab welchem Parathormon und Kalziumwert in Verbindung mit einem Adenomen an der Nebenschilddrüse raten Sie zur Operation? Also wann soll man operieren, wenn ein Adenom da ist und die Werte sozusagen erhöht sind? Also wenn das Adenom sicher nachgewiesen ist, dann sind die Werte selber gar nicht so wichtig. Ja? Also weil die langfristigen Folgen mit dem, was wir gesagt haben, Knochendichte und so weiter, die kann man an den Werten nicht festmachen. Also die Werte Parathormon und Calcium, die können ganz unterschiedlich sein. Wenn das Calcium außerhalb des Normbereiches liegt und das Parathormon ist erhöht und ein Adenom wurde festgestellt, dann sollte man es auf jeden Fall operieren, außer es spricht etwas Schwerwiegendes dagegen. Auf jeden Fall. Also jemand, der schon sehr alt ist und sozusagen ein extrem hohes Operationsrisiko hat, da kann man sich das tatsächlich, oder muss man das tatsächlich kritisch diskutieren, aber das ist tatsächlich, wenn man sich die Altersverteilung anguckt, eher selten. Die meisten Patienten, die wir mit Adenomen sehen, sind so im mittleren Lebensalter und nicht wesentlich vorerkrankt. So, wie wollen wir weitermachen? Nächste Frage oder Frau Dr. Kuzianka, wollen Sie noch was ergänzen? Nee, nächste Frage. Ich wäre auch schon bei der nächsten Frage gedanklich, weil habe ich nichts zu ergänzen. Okay, perfekt. Es kommt nämlich nochmal Thermoablation bei Schilddrüsenknoten und das ist eine Person, die Struma multinodosa mit Werten im Normalbereich ohne Beschwerden hat, aber eine deutlich sichtbare Schilddrüse. Ja, geht fast in die gleiche Richtung. Ich weiß nicht, ob Sie, meine Kollegen sich da mit mir einig sind. Ich denke fast schon. Wenn die Schilddrüsenknoten nicht überfunktionieren, muss man sie ja nicht zwangsläufig therapieren, außer es bestehen sehr starke lokale Beschwerden zum Beispiel. Es stört einen jetzt kosmetisch sehr stark. Auch da, wie gesagt, mag durch meinen persönlichen Werdegang bedingt sein, ich wäre eher, wenn man es denn therapieren will, womöglich bei OP, wenn es jetzt wirklich lokale Beschwerden gibt oder auch bei einer Radiojodtherapie. Radiofrequenzablation sehe ich stärker, wenn man einen überfunktionierenden Knoten hat, der vielleicht sogar zu klein ist für eine Radiojodtherapie, weil man da auch relativ streng die Indikation stellen muss. Wenn man aber einen kleinen überfunktionierenden Knoten hat, kann manchmal die Indikation, soweit ich das bei Kollegen mitbekommen habe, wie gesagt, ich selber kenne mich damit nicht so gut aus oder führe es auch nicht selbst durch, aber man hat da ein bisschen größeren Spielraum. Aber ich sehe die Radiofrequenzablation / Thermoablation eher stark bei überfunktionierenden Knoten. Würde ich auch, denke ich, so unterstreichen. Dann wäre die nächste Frage, werden die Nebenschilddrüsen durch Hashimoto auch zerstört? Ich denke, das kann man klar mit einem in der Regel nicht beantworten. Ja. Also wäre mir kein Fall bekannt, das ist also nicht anzunehmen, weil es eben eine Entzündung der Schilddrüse ist, die durch Antikörper gegen die Schilddrüsenzellen ausgelöst wird. Richtig, genau. Dann ist die nächste Frage bei einer Unterfunktion, ob es bei einer Schilddrüsenunterfunktion dazu kommen kann, dass die Schilddrüse sich wieder regeneriert. Vielleicht wollen Sie das beantworten, Frau Kuzianka. Ja, sehr gerne. Das ist mein täglich Brot sozusagen. Ja. Da ist erstmal die Frage, nimmt man die 50 Mikrogramm L-Thyroxin wirklich, weil die Schilddrüse zu wenig arbeitet oder vielleicht auch nur zur Knotenwachstumshemmung? Es kann sein, dass der TSH-Wert, der wäre ja zu hoch und man möchte ihn durch das L-Thyroxin wieder in den Normbereich absenken. Es kann aber auch sein, dass er vielleicht nur innerhalb des Normbereichs nur ein bisschen im oberen Normbereich ist. Und wenn dann gleichzeitig Knoten vorhanden sind oder die Schilddrüse zu groß ist, dann weiß man, dass der Wachstumsanreiz für die Schilddrüse geringer ist, wenn man das TSH absenkt, was man durch L-Thyroxin erreicht. 50 Mikrogramm hören sich eigentlich danach an, dass gar keine schwerwiegende Unterfunktion vorlag, sondern vielleicht nur eine sehr leichte oder vielleicht sogar nur ein innerhalb des Normbereiches noch relativ hoher TSH und dass man vor allem auch dagegen vorgehen möchte, dass Knoten oder die Gesamtschilddrüse weiter wächst. Wenn das so ist, dass man eine leichte Unterfunktion hat und man 50 Mikrogramm L-Thyroxin einnimmt, hat man wahrscheinlich eine Schilddrüsenunterfunktionserkrankung, wenn das jetzt der andere Fall wäre sozusagen und es ist nicht nur zum Knotenwachstumshemmen, dann ist wahrscheinlich, dass einen die Unterfunktionserkrankung ein Leben lang begleitet. Auch da gibt es alle möglichen kuriosen Konstellationen, die sich immer mal ergeben können. Deswegen auch da der Ratschlag, lassen Sie regelmäßig auch einen Ultraschall machen und es kontrollieren, damit einem seltene, seltsame Dinge nicht entgehen. Es gibt auch den Patienten, der 25 Jahre lang eine Hashimoto-Thyreoiditis mit einer Unterfunktion hat und plötzlich ein Basedow bekommt mit einer riesen Überfunktion, habe ich alles schon erlebt. Das gibt es alles und man kann nicht sagen, niemals nie sozusagen, darf man sagen, aber es ist unwahrscheinlich. Das Normale wäre, dass man, wenn man wirklich eine Unterfunktion hat, dass sie einen auch ein Leben lang begleitet und man eher im Laufe des Lebens dann höhere Dosierungen brauchen wird. So, nächste Frage, Entschuldigung.
eine sozusagen Zwischenfrage an. Kann man die Schilddrüse pflegen? Die Antwort wäre wahrscheinlich, denke ich, man kann sicherstellen, dass man genug Jod aufnimmt, wenn man weiß, dass die Schilddrüse nicht irgendwie vorerkrankt ist. Aber ansonsten kann man da keine besonderen Pflegemaßnahmen durchführen. Und ich denke, meine Co-Referenten werden diese Aussage wahrscheinlich so auch unterstützen wollen. Genau, also ich denke, gesunde Schilddrüsen mit Jod versorgen ist schon eine schöne Pflege. Da kann man ja, genau, sich nur mal vielleicht hinterfragen, das gilt vielleicht schon für alle, wie viel Jod nimmt man denn mit der Nahrung eigentlich so zu sich? Ich muss von mir selber sagen, ich nehme kein Nahrungsergänzungspräparat und ich esse aber auch nicht so regelmäßig Fisch. Da kann man vielleicht mal drüber nachdenken, ob man das vielleicht doch optimiert. Ich habe hier noch eine passende Frage zum Hashimoto gefunden. Da heißt es, die Endokrinologin habe bereits vor, also bei mir ist vor 8 Jahren Hashimoto diagnostiziert worden und meine Endokrinologin hat mir eine Jodkarenz, also einen Verzicht angeordnet. Zählt Hashimoto zu den Ausnahmen bei der Jodaufnahme, die Frau Dr. Kurzianka angesprochen hat? Ja, mit der Einschränkung, dass Jod normalerweise Hashimoto-Patienten nicht gleich schrecklich schädigt, aber man weiß, dass Jod auf die Autoimmunprozesse, die bei diesen regelmäßig oder in immer mal wieder vorkommenden entzündlichen Veränderungen, die so eine Hashimoto-Thyreoiditis mit sich bringt, eher einen abträglichen Effekt hat. Deswegen ist es tatsächlich bei der Hashimoto-Thyreoiditis so, dass Jod nicht als Nahrungsergänzung empfohlen wird und auch nicht in Kombination mit L-Thyroxin. Das macht sonst auch in sehr vielen Fällen Sinn, um Knotenwachstum vorzubeugen. Beim Hashimoto würde man deswegen eher L-Thyroxin ohne Jod empfehlen. Aber es ist sehr selten, dass Patienten das merken. Also ich habe durchaus die Patienten schon gehabt, die seit 15 Jahren schon L-Thyroxin mit Jodid einnehmen und die kommen dann zu mir mit einer eindeutigen Hashimoto-Thyreoiditis von der Konstellation her, wo alles passt, wo ich dann das erste Mal nach 15 Jahren sage, ich würde den Jodanteil wegnehmen. Und die fallen dann fast aus allen Wolken, weil sie gar nicht verstehen, warum. Also viele Patienten merken nicht, dass ihnen das nicht gut tut. Allerdings findet man, wenn man im Internet googelt, auch durchaus Hashimoto-Patienten, die sagen, oh Gott, ich kann das überhaupt nicht anfassen und ich glaube, alle werden vergiftet durch Jod. Uns geht es ganz schlecht, uns armen Hashimoto-Patienten, weil überall Jod drin ist. Das stimmt so halt auch nicht. Also grundsätzlich ist es richtig, dass ein Verzicht von Jod sinnvoll ist, aber es muss keine totale Vermeidung sein. Ich würde auch jedem Hashimoto-Patienten nicht strikt Fischgenuss verbieten, sondern würde sagen, probieren Sie es, wenn Sie merken, dass es Ihnen nicht gut tut, dann lassen Sie es lieber strikt. Ich würde es einfach alltagsfähig machen. Ich denke, das ist das Beste. Also eine Ausnahmezeit ist noch die Zeit von Kinderwunsch bis einschließlich Stillzeit. Die wird auch manchmal auch von ärztlicher Seite unterschiedlich empfohlen. Da ist aber die allgemeine Empfehlung, dass das Wohl des Kindes diesen milden, abträglichen Effekt, den die Mutter erfährt, wenn sie denn Jod einnimmt, deutlich überwiegt. Also das Kind braucht Jod für die Schilddrüsenentwicklung. Die Mutter merkt wahrscheinlich, wenn sie eine Hashimoto-Thyreoiditis hat, nicht, dass ihr das Jod irgendwie schlecht tut. Deswegen sagt man in der Zeit normalerweise, außer man gehört zu den wenigen Patienten, die wirklich merken, oh, mit Jod geht es mir irgendwie schlechter, aber das ist sehr selten. Normalerweise wird in der Zeit von Kinderwunsch bis Stillzeit durchaus Jodeinnahme empfohlen. Ganz normal, wie in allen anderen Schwangerschaften auch, in der Regel mit Folsäure zusammen. Hier ist noch eine Frage, weil Hashimoto ja jetzt das große Thema war, Substitution mit Seelen bei Hashimoto, ist das empfehlenswert? Seelensubstitution bei Hashimoto. Ja, ich will mich nicht in den Vordergrund drängen, ich gehe nochmal drauf ein. Also, das sind ja Fragen, die sozusagen auch eher ihr Tätigkeitsfeld als unseres betreffen. Wir sind ja sozusagen in der Regel sozusagen die Dienstleister der Spezialisten als Chirurgen, die Dienstleister der Spezialisten, die sozusagen im Prinzip feststellen, der Patient muss operiert werden. Absolut. Also Selen bei Hashimoto empfehlenswert. Ich würde es einfach mal mit Ja beantworten. Schwierig ist, dass es dazu wenige und nur relativ kleine Studien gibt und es ist nicht evidenzbasiert. Also die wenigen kleinen Studien konnten das nicht so richtig untermauern. Deswegen ist es in der Schulmedizin immer mal wieder so ein bisschen umstritten. Aber ich weiß, dass die führenden Endokrinologen in Deutschland, die auch die großen Schilddrüsenkongresse abhalten, zum größten Teil auch sagen, dass sie es ihren Patienten empfehlen, weil ein etwas entzündungshemmender Effekt dem Selen zugeschrieben wird und deswegen ist das auch in Ordnung. Ich würde nur immer empfehlen, innerhalb der Tageshöchstdosierung zu bleiben. Das müssten 200 Mikrogramm am Tag bleiben. Es gibt manchmal kuriose Einzelfallbeschreibungen von Selenüberladungen. Ist auch super selten, müsste man schon viel zu viel von einnehmen wahrscheinlich. Aber ich würde innerhalb der Tageshöchstdosierung bleiben, dann kann man damit nichts falsch machen.
Okay, dann hatten wir darüber, kann man von einem Morbus Basedow eine Unterfunktion bekommen, weil man vielleicht noch nicht richtig eingestellt ist. Also darf ich vielleicht mal antworten? Also die Therapie des Morbus Basedow könnte eine Unterfunktion auslösen, aber die medikamentöse Therapie, das wäre mir nicht bekannt. Wenn man jetzt eine Radiotherapie macht, dann kann man natürlich in die Unterfunktion rutschen, beziehungsweise man tut es sogar, garantiert, und bei der Operation genauso. Und durch die medikamentöse Therapie eigentlich nicht, das wäre mir jetzt nicht bekannt. Sag mal, gibt es ja Situationen, wo die Überfunktion sehr stark ist, sehr ausgeprägt ist, und dann arbeitet man ja schon mit schilddrüsenbremsenden Medikamenten, wie Thyreostatika nennt man das dann auch. Natürlich bremsen die Schilddrüse, und wenn die Schilddrüse dann vielleicht von alleine doch wieder etwas inaktiver wird, was ja beim Basedow auch häufiger mal der Fall ist, dann kann man darüber vielleicht mal in eine Unterfunktion rutschen. Das ist auch nicht selten, deswegen empfehle ich immer engmaschige Kontrollen tatsächlich am Anfang. Ist immer für alle ärgerlich, weil das teuer ist und nicht gut bezahlt wird, aber eigentlich ist das der einzige Weg, wie man gut rausfinden kann, wie es bei dem einzelnen Patienten so vom Verlauf ist. Jetzt haben wir bei Facebook eine Frage auch noch reinbekommen. Bei einer Unterfunktion der Schilddrüse kann es nach Aufnahme der Hauptmahlzeiten zu extremer Müdigkeit kommen? Zu extremer Müdigkeit durch Schilddrüsenhormon? Bei einer Unterfunktion der Schilddrüse. Also, ja, kann es dann nach der Aufnahme der Hauptmahlzeit zu einer extremen Müdigkeit kommen? Also das ist eine Symptomfrage. Ganz klassisches Symptom der Schilddrüsenunterfunktion. Es geht jetzt um die Unterfunktion. Genau, oder? Es geht um die Unterfunktion. Ja, genau. Das ganz klassische Symptom der Unterfunktion ist die Müdigkeit. Wobei man natürlich ehrlicherweise sagen muss, dass Müdigkeit auch viele andere Ursachen hat. Ja, also die Antwort ist ja, aber es muss nicht daran liegen. Es macht dann wahrscheinlich schon Sinn, die Schilddrüsenwerte nochmal durch den Hausarzt überprüfen zu lassen, um zu schauen, ob die möglicherweise eingenommenen Hormone zur Substitution ausreichend eingestellt sind. Ja, wer möchte mit der nächsten Frage hier in Zoom weitermachen? Können Speichelblasen mit Luft gefüllt in Zusammenhang mit der Schilddrüse stehen? Eine Szintigraphie ist bereits durchgeführt. Kalter und warmer Knoten sind ausgeschlossen. So, TSH 3 und 4 und TSH basal sind im Normalbereich. Eine MS liegt vor, Einnahme, jetzt bei dem Medikament bin ich ein bisschen unsicher, Gilenia, Fingolimod. Also Speichelblase ist jetzt so ein bisschen ein schwieriger Begriff. Ist die Frage, was damit gemeint ist. Also es könnte sich um eine Halszyste handeln, die sind aber nicht mit Luft gefüllt. Also müsste man den Befund jetzt eigentlich sehen. Ich weiß nicht, was Sie meinen. Hört sich eigentlich nach einer Halszyste an. Die müsste operativ entfernt werden in aller Regel und ist dem HNO-Gebiet zuzuordnen und steht eben nicht mit der Schilddrüse in Zusammenhang. Das ist eine spezielle Frage, wo man wahrscheinlich sozusagen einfach die genauen Hintergründe kennen müsste, um die sicher beantworten zu können. Das wäre mit Sicherheit genau was, was man in der Sprechstunde beantwortet, weil es im Prinzip so speziell ist, dass man das nicht ohne weiteres sagen kann. Frage vielleicht für Herrn Glatz, kann man etwas an der Nebenschilddrüse haben, wenn bei einem Schilddrüsenzintigramm alles in Ordnung war und das Parathormon erhöht war und jetzt nicht mehr? Also das Schilddrüsenzintigramm hat über die Nebenschilddrüse keine gute Aussagekraft. Das ist mal das Erste. Und wir sehen es auch häufig bei den Nebenschilddrüsenzintigrammen, dass sie nicht hundertprozentig akkurat sind. Also da kann man durchaus auch Befunde verpassen. Das Entscheidende ist eben das Labor. Ist das Parathormon erhöht oder ist es nicht? Und wenn es jetzt nicht mehr erhöht ist, dann ist die Nebenschilddrüse in Ordnung. Dann war das wahrscheinlich ein Effekt durch irgendeine Fehlregulation, die man gemessen hat, vielleicht sogar eine Fehlmessung, das gibt es auch mal. Aber wenn das Parathormon jetzt wieder in Ordnung ist, dann kann man, wenn man ganz sicher sein will, das nochmal kontrollieren. Aber dann ist eine Nebenschilddrüsenerkrankung sehr unwahrscheinlich. Vielleicht in diesem Zusammenhang auch noch die Information, dass bei Adenomen in der Regel eine deutliche Erhöhung des Parathormons auftritt. Also wir reden in der Regel davon, dass der Normwert von 10 oder 20 dann bei 100 oder 150 oder noch höher liegt. Das heißt aber auch, wenn der Wert so um den Normalwert herum pendelt, ist der in der Regel wahrscheinlich einfach in Ordnung und man hat willkürlich irgendwo eine Grenze eingezogen, wo man sagt, da ist es nicht mehr normal. So kann man das, glaube ich, auch zusätzlich oder ergänzend noch beantworten.
Jetzt nochmal als nächstes der Zusammenhang gefragt worden zwischen Hashimoto und Nebendrüsen, ob der wirklich unmöglich ist. Hier hat jemand seit 40 Jahren die Hashimoto-Diagnose. Nur Blutuntersuchung der TSH-Werte, dennoch seit August 2021 alle geschilderten Symptome, die auf die Nebenschilddrüsen deuten, analog zu dem dritten Vortrag. Dr. Glatz, ich glaube, das ist die Frage an Sie. Ja. Es ist halt die Frage, jetzt verstehe ich es ja wahrscheinlich so, dass es eher die Symptome der Nebenschilddrüsenüberfunktion, also des Hyperparathyroidismus sind, die da entstehen. Und da muss man halt ganz klar sagen, mit Hashimoto wird es nichts zu tun haben, aber es bedeutet natürlich nicht, dass man nicht beides haben kann. Ja? Mhm. Beide Erkrankungen, also Hashimoto ist sehr, sehr häufig und die Nebenschilddrüsenerkrankungen sind auch nicht so selten, sodass man natürlich beide Erkrankungen gleichzeitig haben kann und das abklären lassen sollte, auf jeden Fall. Wobei die eine dann mit der anderen nichts zu tun hat, die sind halt zufällig gleichzeitig da. Mhm. Okay, dann ist hier auch nochmal als nächstes eine Frage bei einer bereits 20 Jahre existierenden Schilddrüsenunterfunktion und der Einnahme von Tabletten, beginnend mit L-Tyrox und seit längerem Eutyrox. Dann ist nochmal die exakte Grammzahl. Ich vermute, ich weiß nicht, Frau Dr. Kurzjanka, ist das auch wieder eine Frage an Sie? Ja, genau. Also die Frage, sind bei 125 Mikrogramm L-Tyroxin und die Stärke steigt. L-Tyroxin ist das gleiche wie Eutyrox, also ist der gleiche Wirkstoff letztendlich. Hört sich nach einer Hashimoto-Thyreoiditis an, wäre ein ganz typischer Verlauf und sehr viel kann man da nicht machen. Wenn man halt Symptome hat, die irgendwie seltsam sind, kann man Selen probieren, ob einem das gut tut, aber viel mehr, also die Laborwerte schön machen und viel mehr kann man dann seiner Schilddrüse nicht Gutes tun. Ist völlig in Ordnung. Okay, dann war ja das Symptom der depressiven Verstimmung schon mal genannt worden. Da ist jetzt die Frage, wie man erkennt, ob diese depressive Verstimmung durch eine Schilddrüsenerkrankung ausgelöst wird und durch was kann man oder durch etwas anderes denn möglicherweise? Da kann ich vielleicht was zu sagen. Also im Prinzip ist es so, dass man bei allen psychischen Erkrankungen erstmal die körperlichen Ursachen ausschließen muss. Das heißt, man wird natürlich auch bei einer Depression erstmal sicherstellen, dass sozusagen die Schilddrüse nicht die Ursache oder die Schilddrüsenfunktionsstörung nicht die Ursache ist. Das heißt, man bestimmt die von Frau Kurzjanka genannten Blutwerte und wenn die in Ordnung sind, dann kann man eigentlich davon ausgehen, dass die Ursache nicht in der Schilddrüsenfunktionsstörung okay. Das nächste wäre, hier geht es jetzt darum, wie es ausschaut nach der Schilddrüsen-OP. Wie sind da die Erfahrungen mit der Tabletteneinstellung und mit Gewichtszunahme? Bei Schilddrüsenüberfunktion und Struma mit heißem Knoten und Zyste auf der anderen Seite, ich gehe mal davon aus, das war der Grund für die OP. Das können wahrscheinlich wir beide beantworten. Ich denke, wir als Chirurgen, da kann Herr Glatz vielleicht was zu sagen, kann was zur Schilddrüsen-Tabletteneinstellung sagen. Und Frau Kurzjanka, die Patienten ja dann in der Regel langfristig nachbeobachtet, kann wahrscheinlich eher was zur Gewichtszunahme sagen, als wir als Chirurgen. Ja, es ist so, dass wir nach der Operation, ja, wir warten 1-2 Tage, bis wir die Histologie haben, einfach um sicher zu sein, dass nichts Bösartiges dahinter steckt. Und dann fangen wir direkt an mit der Substitution von dem Schilddrüsenhormon, wenn die ganze Schilddrüse entfernt wurde. Und da kriegt jetzt, sage ich mal, der kriegt man eine Normaldosis. Je nach Körpergewicht steigen wir da eben ein zwischen 100 und 150 Mikrogramm. Und das ist für die meisten Leute eine ganz gute Dosis und die kann man dann im Verlauf weiter anpassen. Sodass eigentlich durch den Mangel an Schilddrüsenhormonen jetzt keine Gewichtszunahme entstehen muss und auch in der Regel nicht tut. Was man aber natürlich sagen muss, ist, dass wenn man vorher eine Überfunktion hatte der Schilddrüse, dass man dann natürlich in eine andere Stoffwechsellage kommt. Ja, es gibt, kennt man vielleicht, glaube ich, gar nicht so wenig Topmodels, die alle so schlank sind, die nehmen alle Schilddrüsenhormonen, um so schlank zu sein. Keine gute Idee. Überhaupt nicht empfehlenswert, weil das macht gefährliche Herzrhythmusstörungen und andere Nebenwirkungen, aber da gibt es nicht so wenige, die das machen, sodass wenn man vorher eine Schilddrüsenüberfunktion hatte und man hat dann jetzt keine mehr, dann ist es zwar gut für die Gesundheit, aber kann, wenn man nicht aufpasst, natürlich zu einer Gewichtszunahme führen. Ja, ich würde auch sagen, also auch ich kenne das nicht anders. Das Normale ist, dass einem das nicht passiert. Man hört es immer mal wieder, dass die Leute das berichten, aber es sind wirklich die Ausnahmen. Also bei den meisten ist es unkompliziert und klappt sehr gut mit der Einstellung.
Mir ist ja sehr intensiv auch nochmal über den Stimmbandnerv gesprochen worden. Hier die Frage, wie sieht das aus bei einer Komplettentfernung der Schilddrüse, wenn jetzt der Stimmbandnerv zerstört wird? Kann man danach noch normal atmen und sprechen? Da kann ich vielleicht was zu sagen. Also im Prinzip ist es so, dass man während der Operation ja immer wieder die Stimmbandnervenfunktion prüft. Wenn man jetzt während der Operation, wenn man die ganze Schilddrüse entfernen möchte, feststellt, dass auf einer Seite der Stimmbandnerv nicht mehr richtig arbeitet, dann kann es auch einfach nur, sagen wir mal, ein Zugschaden sein, aber der Nerv, also das Kabel ist noch intakt. Dann beendet man die Operation an diesem Punkt, weil man eben nicht beide Stimmbandnerven schädigen möchte oder das auf jeden Fall verhindern muss. Im Prinzip ist es so, dass wenn ein Stimmbandnerv geschädigt wird, dann kann man schon sprechen, aber meist in der Regel heiser. Man kann nicht mehr gut singen oder gar nicht mehr singen, aber man kann normal atmen. Und wenn beide Stimmbandnerven geschädigt werden, dann ist das Spektrum an Beschwerden sehr weit. Es gibt Patienten, die merken nicht so wahnsinnig viel davon und es gibt Patienten, die können nach der Operation dann gar nicht mehr atmen. Das heißt aber auch, dass man sozusagen natürlich diesen Zustand vermeiden muss, weil die Beschwerden, also Atemnot, sind so häufig, dass man sozusagen diesen Zustand nicht erreichen möchte. Das tritt eigentlich auch nur dann auf, wenn man Patienten operiert, die bösartige Tumore der Schilddrüse haben, bei denen der Tumor praktisch auf beiden Seiten den Stimmbandnerv schon so angegriffen hat, dass eine Entfernung des Tumors dann zu einem Schaden an den Stimmbandnerven führt. Das weiß man dann aber auch oft vorher und kann es mit den Patienten entsprechend besprechen. Okay, so ganz anderes Thema. Ich möchte mit Omega-3-Kapseln eine Kur durchführen. Darf ich dies bei Hashimoto tun? Vielleicht wieder was für mich wahrscheinlich. Ja. Also mit Omega-3-Kapseln ist das ein bisschen, wird mal so empfohlen. Wahrscheinlich, weil es aus Fischöl gewonnen wird, wird da gerne gesagt, darf man bei Hashimoto nicht machen. Der de facto Jodgehalt in Omega-3-Säurekapseln dürfte aber verschwindend gering sein, sodass sie sich meiner Einschätzung nach damit nicht gefährden. Sie können ja gerne mal berichten, falls Sie es doch nicht gut vertragen haben sollten. Aber ich glaube, das kann man schon machen. Das dürfte wahrscheinlich keinen schädlichen Einfluss haben. Okay, dann kann eine Überdosierung von Jod, ausgenommen bei Hashimoto, grundsätzlich schädlich sein, wie zum Beispiel bei einer Überdosierung von Vitamin D? Das ist, glaube ich, auch eine gute Frage. Ja, also sagen wir mal so, wenn wir nicht aktuell Zeiten hätten, wo die Leute Jodtabletten in rauen Mengen hamstern, würde ich die Frage eigentlich mit Nein beantworten. Aber aktuell muss man sich ja Sorgen machen, dass Leute Kaliumjodid-Tabletten zu Hause haben und die prophylaktisch einnehmen. Falls diese Frage in diese Richtung geht, würde ich Ihnen dazu nicht raten. Dann muss man eindeutig sagen, dass das Risikoprofil von hochdosierten Jodidpräparaten in einer Zeit, wo wir nicht den atomaren Ausfall vor der Tür haben, nicht unterstützen kann. Damit würde man sich tatsächlich gefährden. Wenn man in den normalen Mikrogrammbereichen ist, wie ich das vorhin gesagt habe, man geht ja so davon aus, dass der Erwachsene so 200 Mikrogramm am Tag braucht. Wenn Sie dann 100, 150 oder 200 Mikrogramm am Tag einnehmen, um die Schilddrüse zu unterstützen und keine Schilddrüsenüberfunktion haben, ja, und beim Hashimoto wird man es halt auch nicht empfehlen, dann können Sie sich damit extrem wahrscheinlich nicht gefährden. Aber prophylaktisch jetzt so Jod einnehmen, weil wir Angst vor irgendwelchen atomaren Ereignissen haben, davon würde ich eindeutig abraten. Okay. Die ist eine Einnahme von Levothyroxin bereits bei einem TSH-Wert von 6,4 sinnvoll, wenn keine Beschwerden vorhanden sind? Glaube ich, auch eine Frage für mich. Ne? Ich glaube schon. Ist okay. Ja. Ja, die Leitlinien sagen, dass eine Unterfunktion erst ausgeglichen werden muss oder soll, wenn der TSH-Basalwert über 10 ist oder bei Vorhandensein von Symptomen. Wenn sie vollkommen beschwerdefrei sind, die Schilddrüse ist normal groß und weist keine Knoten auf, muss man bei dem Wert noch kein L-Thyroxin einnehmen. Ich empfehle das allerdings, sobald ich Knoten oder Vergrößerungen der Schilddrüse sehe, weil dann ein gewisser Wachstumsanreiz bei einem leicht erhöhten TSH-Basal schon vorhanden ist. Und halt ein bisschen darauf achten, ob man nicht doch Symptome im Laufe der Zeit entwickelt. Das könnte ja immer mal sein. Ab einem TSH-Basal von 10 ist dann unstrittig, dass eine L-Thyroxin-Medikation zu empfehlen wäre. Wenn Knoten vorhanden sind und Jod eingenommen wird, können sich die Knoten dann auch zurückbilden?
könnte ich auch was zu sagen, wenn Sie möchten? Ja, sehr gerne. Also tatsächlich gibt es eine Studie, eine recht große Schilddrüsenstudie, die LISA-Studie, die in Deutschland durchgeführt wurde. Da hat man tatsächlich unter der Kombination von L-Thyroxin und Jodid vor allem einen Rückgang der Knotengröße in einem von 5 Fällen ungefähr feststellen können. Also tatsächlich konnte das studienmäßig mal untermauert werden, dass das gerade in Kombination mit L-Thyroxin tatsächlich so sein kann. 4 von 5 Knoten bleiben aber gleich groß oder werden vielleicht auch im Verlauf trotzdem größer. Also eine Garantie ist es leider nicht, aber ist halt alles, was man machen kann, um da positiv einzuwirken. Ja, und unsere letzte Frage, ich würde sagen, die richtet sich an einen der Chirurgen. Ja. Eine Schilddrüsenüberfunktion kann ja auch Herzstolpern, Bluthochdruck oder einen hohen Puls entstehen lassen, beziehungsweise vorhanden sein. Bei dieser Überfunktion kann sich das nach einer Entfernung der Schilddrüse noch verschlimmern? Das kann vielleicht Herr Gatz beantworten. Ja, also die Antwort ist eigentlich nein. Ja, also es kann natürlich immer sein, dass die Ursache für das Herzstolpern und den Bluthochdruck nicht die Schilddrüse war, ja, sondern dass es eben eine andere Erkrankung des Herz-Kreislauf-Systems ist. Und wenn die dann fortschreitet, kann sie sich trotz der Entfernung der Schilddrüse natürlich verschlechtern, aber sicherlich nicht wegen der Entfernung der Schilddrüse, weil das Gegenteil bewirkt. Also da kann man ganz beruhigt sein. Wenn es die Schilddrüse war, dann ist das Problem danach sicherlich besser. Wenn es nicht die Schilddrüse war, dann muss man weiterschauen. Ja, das ist doch eine tolle Abschlussfrage mit einer sehr guten Antwort. Wir sind durch mit den Fragen, die wir hier entsprechend gestellt bekommen haben. Ganz herzlichen Dank an die Experten. Vielleicht eine kurze Info. Wir haben das Ganze aufgenommen. Für diejenigen, die sich das zu einem späteren Zeitpunkt nochmal anschauen möchten, werden wir das dann auf der Webpage auch nochmal entsprechend der chirurgischen Klinik hochladen. Und damit übergebe ich an Professor Bausch. Ja, ich darf mich natürlich auch von Ihnen verabschieden, von Ihnen allen. Dank an meine Co-Referenten für die exzellenten Vorträge. Hat viel Spaß gemacht. Vielen Dank an die vielen Zuhörer, die auch bis zum Ende dabei geblieben sind. Ja, und ich denke, wir werden eine ähnlich geartete Veranstaltung mit Sicherheit mit einer gewissen Regelhaftigkeit durchführen. Ja, damit vielen Dank und einen schönen Abend an Sie alle. Sie sehen jetzt hier nochmal die Kontaktdaten. Wer denn nochmal direkt Kontakt zur Klinik aufnehmen möchte für die Sprechstunde, findet hier dann alle relevanten Daten.